Scheiße, ich will eine rauchen, aber ich brauche Essen, sonst werde ich verhungern. Also in-game. Bartas hat Hunger. Viel. Oh oh. Oh oh. Sag du uns das, was wir hier machen. Das ist so ein... Es ist so ein richtiger Random-Tag heute einfach, oder? Aber so komplett. Schon 13 Monate. Bitrate, oh, ja. Ihr habt Pixel, ne? Moment. Pixel löset euch. Ah ja, natürlich. Dann kommen Framejobs. So, eingependelt. Ja. Framejobs. Ey, willst du mich verarschen, Alter? Warum, Alter? Heaven Pain, 3 Euro, Dankeschön. Da Boeing, danke für 33 Monate. Koyo, Dankeschön für 7. Razoku, danke für 13. Vielen, vielen Dank. Ja, okay, da haben wir auch Framejobs. Easy, GG. Ja, warte, gehen wir nochmal weiter runter. Aber so langsam kommen wir in eine Bitrate, mit der ich nicht GTA spielen möchte. Immer wieder geiles RP. Ja, ist nicht geil, aber... Ist für gerade mal kurz aushaltbar, oder Chat? Also ich weiß, es ist nicht gut, aber... Wir haben ein bisschen Probleme gerade. Ja, hier ist doch ein... Da ist er. Ich wollte gerade sagen. Welche Mod ist das, die alles zu Pixelbrei macht? UPC heißt die. So. Als der andere läuft. Shooter können wir auch. Dann kann ich ganz kurz eine rauchen, Chat, und dann geht's los. Dann fangen wir heute tatsächlich auch noch an, was zu zocken. Ich weiß, ich habe mir den Tag auch ein bisschen anders vorgestellt. Ja, ich wollte heute auch mit euch VR machen, aber ihr wart ja live dabei, dass alles irgendwie nicht so funktioniert hat. Ja, ich will halt trotzdem noch die Brille testen, damit ich euch klares, ehrliches Feedback geben kann. Ich glaube, ich zock offstream eine Runde mal mit der Brille und dann zocken wir mit der Brille, wenn Kami da ist. Ja, übernächste Woche ist Kami bei mir, ein paar Tage. Dann können wir VR machen und ansonsten würde ich die Vive Pro nochmal anschließen. Damit wir uns die anderen VR... Also ich habe halt trotzdem Bock auf VR. Hättet ihr Bock auf VR-Stream, auch ohne die neue Brille, einfach mit der Vive Pro ein bisschen VR daddeln? Morgen oder so? Also ich hätte halt mal wieder übel Bock drauf. Ist halt ein bisschen unlucky jetzt mit der Brille, dass das alles nicht so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber gut, konnte ich auch nicht wissen.
So, ich gehe ganz kurz eine rauchen, Chat. Gleich wieder da. Oh, da bin ich wieder, Leute. Meine Fresse. Ich habe mir den Stream ja heute ein bisschen anders vorgestellt, muss ich gestehen. So, warte mal. Probieren wir nochmal Bitrate hinzuzufügen. Gucken, was er macht. Ah? Klappt. Nee. Klappt nicht. Oder? Klappt doch. Framedrops wären halt scheiße. Ich will nicht, dass es bei euch pixelt. Ich will aber auch nicht, dass es laggt. Ich habe keine Ahnung, was mein Internet schon wieder für ein Problem hat. Aber es fängt an zu laggen. Okay, alles klar. Ja, reduzieren wir. Ist okay. Chill. Scheiße, Alter. Also wirklich, Leute, heute ist der Tag, wo alles irgendwie nicht funktioniert, wie es soll. Ja. Zuerst macht Tinker Kochstream, hat alles fertig, stundenlang gekocht und sowas. Was passiert? Das Hackfleisch ist nicht mehr gut, ganze Essen wandert in den Müll, Alter. Dann, ich mach VR-Stream heute. Was geht? Alle Plugins funktionieren nicht mit der neuen VR-Brille und wir machen hier stundenlang, versuchen wir Plugins einzustellen, Alter. Was soll ich sagen, Chat? Was soll ich sagen? Gibt so Tage, oder? Gibt einfach so Tage, da steckst du nicht drin. Da will einfach alles nicht so, wie du willst. Dann ist das halt so. Ja, dann gehen wir ins RP. Ja. Und was ist? Das Bild sieht nicht so gut aus wie sonst. Weil der Upload komplett nicht mitspielt. Was geht? 3. In einem anderthalb Jahren Schweiz nicht einmal Internetprobleme bisher, ne? Aber im Moment. I don't know, Chat. Heute ist einfach der Tag, wo nichts irgendwie sein soll. Kennst du Tage? Wo einfach, also wenn eine Sache schief, dann geht irgendwie alles schief. Okay, aber wenn alles schief geht. Guten Abend. Sie haben einen Gefährt. Ein wunderschöner Partner. Wenn alles schief geht, dann Pech in allem, Glück im Spiel, oder? Wie sagt man? Pech in allem. Heute dafür Glück im Spiel. Kale Kill 21 Monate, Dankeschön. Schwarzer Panther, danke für 2 Monate. DJ Payne, 2 Monate, Dankeschön. LK, danke für 19 Monate. Shami verschenkt einen Sub, vielen Dank. Balthasar, danke für 18 Monate. Speedmatic, danke für 9 Monate. Dr. Satan, Dankeschön für 6 Monate. Kaldor, 18 Monate, Dankeschön. Dene, Dankeschön für 4 Monate. Lucifer, Dankeschön für deinen Sub. Daboing, danke für 33 Monate. Kevin Payne, 3 Monate, Dankeschön. Koyo, danke für 7 Monate. Rasoku, danke für 13 Monate. Vielen, vielen Dank. Centokai, danke für 5 Monate.
Schönen Abend. Schönen Abend noch. Auch so. So. Alles ging heute schief, ja? Kochstream, Hackfleisch schlecht. VR-Stream, kein Plugin funktioniert. RP-Stream, kein Upload. Twitch-Chat, der immer noch nicht versteht, dass ich selber sehe, wie mein Stream aussieht und dementsprechend weiß, dass mein Lieblingsscreen oben ist. Alles heute geht schief, ja. Zuschauer, die schon lange RP gucken, die immer noch BSG betreiben, Alter. Alles heute. Deswegen, weil alles heute schief geht, haben wir Glück im Spiel. BAM! $80.000! $80.000! Also ich hätte Nachrichten ohne Ende. Michael Wood. Ryan Lewis liegt im Krankenhaus. Wir haben eine Probefahrt mit einem Auto von Barton gemacht und Lewis hat die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Auto ist hoch in die Luft geflogen und krass aufgeschlagen. Lewis hat kurz darauf das Bewusstsein verloren und musste aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Aktuell befindet er sich noch in Not-OP. Lewis muss über Nacht zur Untersuchung im Krankenhaus bleiben. Komm in die Gruppe. Ich sag euch, Leute, heute alles fu. Okay, wir fahren ins Krankenhaus. Einmal drehen, weil also die 2 Minuten macht auch nicht, bis wir im Krankenhaus sind. Weil alles schief geht, ja, Glück im Spiel, deswegen einmal drehen kurz. Xilot, danke für 2 Monate. Whitlock, 23 Monate. Atomfisch, 4 Monate. Dankeschön. Murphy's Law, danke für 6 Monate. Wemmeldeck, danke schön für 9 Monate. Fubainer, danke schön für 3 Monate. Centokai, danke für 5 Monate. Dragon, danke schön für 10 Monate. Vielen herzlichen Dank. So. Wirklich von 40.000 auf $80.000, Bruder. $78.000. $77.000. Ja, ich meine natürlich $83.000. Ihr wisst ja, 0 Dollar zählt nicht und 1000 war umsonst. Richtig.
Ja, easy, Leute. Wir gehen jetzt mit 82.000 hier raus. 40.000 rein, 82.000 raus, Alter. Also, komm. Ja? Nicht alles lief kacke heute. AK, 5 Subs an die Community. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Fire Butters. Bitte? Der Rossi ist für sie da. Der wer? Der Dulli, der für ihn, für sie was besorgen sollte. Ah ja. Herr Dulli. Rossi, schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ich bin wegen dem Auftrag hier. Ja. Ich konnte gestern niemanden hier am Casino erwischen. Das war wohl zu, wie ich das gelesen habe. Jetzt bin ich heute Morgen im Krankenhaus aufgewacht und weiß nicht mehr wirklich was. Also es scheint, als hätte ich den Auftrag auf jeden Fall nicht erfüllen können. Mhm. Und das wollte ich Ihnen persönlich jetzt sagen. Mhm. Weil ich das letzte Mal mich nicht gemeldet habe und das nicht so, das respektlos. Das ist aber sehr bedauerlich, dass Sie den Auftrag nicht erfüllen können. Ja. Es ist sehr mutig, dass Sie hier hinkommen und mir das ins Gesicht sagen. Ja, okay, vielleicht ist das jetzt auch aber ich hoffe, dass es kein Fehler war, weil ich habe Sie einmal massiv enttäuscht, indem ich nicht aufgetaucht bin und ja, jetzt sage ich Ihnen das lieber direkt. Ich komme später auf Sie zurück, Herr Dulli. Ich muss einmal ganz kurz zum Krankenhaus. Einer meiner Leute liegt dort. Wenn Sie den Herrn Schemmer meint, der ist schon wieder draußen. Wieder ist draußen. Der ist gestern wieder rausgekommen. Okay, ich habe die letzte SMS, die ich habe, ist, dass er über Nacht bleiben muss. Der Unfall war zwischen Donnerstag und Freitag. Ah, verstehe. Das könnte ich mir noch selber sagen. Ja, bitte. Was hast du im Krankenhaus gemacht? Was hast du angestellt und warum? Oh. Ich wollte gerade zum Krankenhaus fahren, aber dann sagte man mir, dass du schon wieder draußen bist. Ich hätte gleich noch was. Ja, das war vor 2 Tagen. Also Michael hat es mir gestern nochmal vernünftig erzählt, weil irgendwie konnte ich mir das nicht mehr so ganz vorstellen. Also konnte mich nicht mehr dran erinnern, aber wir sind mit dem Bartons Auto gefahren, hier diesen Aston Martin, dieses schnelle Ding da, was der hat. Mhm. Ja, und wir sind einen Highway hoch und Michael ist da so mit 400 über den Highway geballert. Und ich bin dann halt zurück und hab dann Höhe State die Kontrolle verloren und bin dann so rechts den Berg hochgeflogen und ab dem Punkt wusste ich nichts mehr und dann hat Michael mir gesagt, irgendwie wir sind auf meiner Seite, also auf der Fahrerseite aufgekommen. Die Karosserie hat sich verzogen, ich war eingeklemmt und habe wohl öfters das Bewusstsein verloren und ja. Ja, aber, dann lag ich im Krankenhaus. Aber du bist wieder auf den Beinen jetzt. Ich bin wieder auf den Beinen, ja. Wo hängst du noch rum, diesen gerade? Stützverband. Aber ich fahre gerade ein bisschen durch die Gegend rum. Sag mal, kommen wir zum Casino, hier ist ein Dulli, der uns was erzählen möchte. Ja, kann ich machen. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Ja, bitte. Ich will Sie wirklich nicht aufhalten, aber ich werde mich gleich wieder direkt hinlegen und muss mich noch weiter auskurieren. Ich bin erst morgen wieder erreichbar. Auskurieren? Das. Ja, ich habe eine Schusswunde. Und das tut extrem weh. Wo ist die Schusswunde? Wie bitte? Wo die Schusswunde ist? Ja. Am Bauch, in der Bauchgegend, linke Seite. Moment, das? Ja. Da? Ja, bitte tun Sie das nicht. Und wie ist das da? Tut das weh? Hören Sie bitte auf damit. Ich wollte Ihnen das nur sagen, nicht, dass Sie nachher vergeblich versuchen, mich zu erreichen und dann mein Ärger noch größer wird. Ich möchte nämlich wirklich keinen Ärger machen. Das liegt nicht in meiner Natur. Ich bin eigentlich ein sehr, sehr netter Mensch, der vielleicht, ja, die ein oder andere... Okay, ja. Herr Jäger, gucken Sie mal. Haben Sie sich ein paar Sachen bei der Easy abgeguckt, wa? Der holt auf Knopfdruck. Oh, ja, mal schauen. Hier? Hören Sie auf damit, das tut verdammt weh. Oh. Oh. Na gut.
Komm, ich helfe Ihnen mal auf. Oh, vielen Dank. Aber war hier, oder? Ja. Okay. Oder war das hier? Oh, von hinten, ah, da tut's nicht so weh. Aber von vorne schlimmer. Ich weiß nicht, irgendwer, also Sie werden mich ja irgendwie wahrscheinlich erreichen können oder ich werde mich morgen ansonsten beim Casino melden. Ich meine, ich... Kurieren Sie sich erstmal aus, kurieren Sie erstmal Ihre Schussverletzung aus und morgen sprechen wir über alles. Ja, vielen Dank für Ihre Güte. Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen Abend. Auch so. Danke, tschüss. Achso, warten Sie mal ganz kurz, kommen Sie mal ganz kurz her. Ja. Das hier war die Stelle, die Wirt hat, oder? Ja. Dann schönen Abend noch. Ja, danke. Was ein Typ, ey. Gehört halt zu Wasserhahn. Merkt man. Oh ja. Was denn mit den anderen? Hat sich schon wer gemeldet? Außer Luis, Alessio, Steinfeld? Louis von Herr Chamber weiß von nichts. Ich wusste nicht, dass der schon so vielleicht tut ihren Gemüt heute ermuntern, dass wir jetzt 118 Lose verkauft haben. Moment. Wie viele? 118. Dass wir halt bei einem Gewinn, bei einem 590.000 müssten wir sein. Das neue Auto rein. Durch Zufall. Aber morgen tun wir erst den Gewinner ziehen. Jetzt jeden Tag da. Grüße. 118 Lose, meine Fresse. 590.000. Das läuft. Werden wahrscheinlich auch noch viele auf dem letzten Druck auch noch Lose kaufen wollen. Yep. Ja, ich denke mal, wenn morgen. Wenn die dann hierher kommen, vielleicht nur ein Los bis jetzt gekauft haben, kommen dann her zum Ziehen, werden die vielleicht nochmal zwei, drei nachlegen. Ja, ich denke mal, morgen wird da ganz gut was über die Theke gehen. Ja. Ja, gut, okay. Ich gehe mal ganz kurz eine SMS lesen. Entschuldigen Sie mich. Mann, das. Vielen Dank, Marc, dies das für 10 Euro. Dankeschön. Vielen Dank, Mr. Mike, für deinen Prime-Sub. Herzlich willkommen, Dr. Nico, 19 Monate. Dankeschön. Schaffler, danke für 8 Monate. Tyler Moss, dankeschön für 2 Euro. Chainsaw, 14 Monate. Dankeschön. Howie, danke für 12 Monate. Vielen, vielen herzlichen Dank, Leute. So, ich mach mal ganz kurz Greenscreen runter. Sekunde. Achso, Chat, habe ich vielleicht vergessen, den Greenscreen runterzumachen? Warum sagt denn ihr nichts? Hammer. Aha. Na guck. Geht doch. Warte mal, kann ich dann vielleicht auch den Bereich vergrößern? Moment, mal schauen. Oh, das hat aber viel Platz jetzt hier, die ich habe. Ist ja geil. Wenn die andere Richtung vergrößert, macht ehrlich gesagt wenig Sinn, weil wir dann nur einen längeren Mikrofonarm bekommen.
Das ist tatsächlich sinnfrei, ne? Ja, das lieber daran machen. Ah ja, gut. Das ist ja angenehm. Cool. Hallo, guten Tag. Hallo. Ja, ich habe den Dulli schon wieder weggeschickt gerade. Was war denn für ein Dulli? Das war so ein Vogel, der hier, der den Wasser vergrößert hat. Der sollte uns doch das Polizeiauto klauen. Und hatte 48 Stunden Zeit. Und jetzt kam der und sagt, er wäre irgendwie verletzt und hätte Schusswunde gehabt und Krankenhaus und ich weiß nicht was. Auf jeden Fall hat er das nicht geschafft, das Polizeiauto zu klauen. Und der wollte da nur Bescheid geben, dass er das ja nicht geschafft hätte und sich entschuldigen quasi. Und dass er jetzt aber wieder sich irgendwie hinlegen müsste, weil er so schwer verletzt ist. Dann haben wir eben alle gerade in der Wunde rumgepopelt und er lag schmerzverzerrt auf dem Boden rum. Und ich habe ihm gesagt, er muss morgen hier wieder aufschlagen. Wir haben 115 Lose verkauft. 118? Ja, 118. Mhm. Konto ist prall gefüllt. Ja gut, aber ne, also ich meine, minus 320 ist jetzt am Ende nicht die Welt. Ne? Ja, aber... Gut, wir müssen halt auch dazu rechnen, ne? Der Preis für die Karre und manchen gefällt das Auto auch nicht. Ich glaube mal, nächste Woche, wenn wir das Ding da hinstellen, dann rappelt das hier im Karton. Ja, ich bin mal gespannt tatsächlich. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob das mehr reinhaut. Und ich bin gespannt, wer das gewinnt. Das Auto. Und in welche Hände es dann geht. Ja, das bin ich auch. Wir sollten vielleicht, das habe ich mal bei Barton mitbekommen. Der hat irgendwie so Verträge, dass die Fahrzeuge nicht weiterverkauft werden dürfen in einer gewissen Zeit. Aber am Ende warum? Also. Ja, weil die Leute sich ja dann damit bereichern. Ja und? Tun wir da auch. Ja. Aber zumindest, dass sie das nicht gewinnen und morgen schon auf dem Marktplatz steht. Ja, aber also ich meine, was geht uns das noch an, wenn die das gewonnen haben, was die damit machen. Ja, im Endeffekt hast du recht. Also, ja. Ne, ich meine, wenn die das überhaupt nicht haben wollen, sondern die wollen nur die Kohle, weil sie sich ein anderes Traumauto kaufen wollen oder was, ja, dann soll halt irgendwer das kaufen, der es halt haben will, weißt du? Also ich meine, Gewinn ist Gewinn, das Geld haben wir ja trotzdem. Ja. Also das ist mir tatsächlich egal. Was habe ich sonst verpasst? Ich war gestern nicht da, du augenscheinlich schon, außer deinem Sturz ins Krankenhaus. Ja, gestern war nicht viel. José allerdings möchte mit uns sprechen. Der hat mir auch nicht viel verraten. Er hat das irgendwie so ein bisschen auf Geheimnis gemacht. Wir wollten uns heute zwischen 20 und 20.30 Uhr treffen. Er konnte nicht viel dazu sagen. Er wollte das heute aufklären. Ich weiß nicht genau, was er hat. Donny ruft an. Ja, Donny? Hi. Erzähl gerade, dass wir gleich Termin haben. Riskelon, danke für 5 Euro. Pitbull, ja. 24 Monate, danke schön. Augustina, danke für 4 Monate. Ne? Sera, danke für 16 Monate. Storm, danke für dein Prime Sub. Ja, ich weiß zwar auch nicht, warum dunkel, Speedy, aber danke ja. Für 5 Monate. 30, ja. Mach weiter, so bist der Beste. Ja, ich hoffe, der ist auf der Uhr. Ja. Ja, alles klar. Okay, ciao. Ja, also er hat es nicht groß durchblicken lassen, was da war. Irgendwas Ernstes ist wohl. Ich bin gespannt. Okay. Ich will auf jeden Fall dann heute Abend mit uns treffen. Na gut. Schauen wir mal. Hast du gesehen, wie viele die Aztekas wieder sind? Ja, die waren letztens mit 8 oder 9 Leuten unterwegs. Krass, ne? Also ich meine, unser Kontakt zu den Aztekas war ja eigentlich so unser Hauptkontakt, mit denen wir was zusammen gemacht haben. Aber dann waren die ja mehr im Urlaub wie alles andere. Aber die haben sich echt stark wieder aufgestellt. Ne? Ich finde, wir sollten mal wieder was mit den Aztekas starten. Ja, vor allen Dingen, was mir letztens erst gesagt wurde von Caspar. Er ist mittlerweile OG. Das was? Wusste ich gar nicht. Ja? Ist er da? Moment.
Der führt die Truppe da mittlerweile an. Er ist natürlich noch nicht da. Und was die mir letztens erzählt hatten, Double E war wohl da. Mhm. Aber der hat sich wohl bei keinem von denen gemeldet. Der hat sein Auto vor die Tür gestellt und war dann wohl wieder weg. Hm. Wie sind die Disciples momentan drauf? Haben wir da irgendwelche Aktien drin? Hm. Ja, die haben ja den Lowrider von uns bekommen. Ah ja, stimmt. Sind uns dafür ganz groß dankbar. Und haben uns halt angeboten, wenn mal irgendwas sein sollte, können wir die gerne anrufen. Hm. Genauso wie bei den Bloods. Ballers. Ja, die Bloods scheinen ja gerade... Also die scheinen sich ja irgendwie neu aufgestellt zu haben, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, so scheiße wie die Bloods eigentlich immer waren, aber ich glaube, die neuen Leute, die sind gar nicht so beschissen. Nee, ich glaube, klar hatten wir vorgestern da unsere Begegnung ja, mit 25 gut, Leuten. Aber also ich meine, wir haben da auch einen auf Spacko-Rocker gemacht, ne? Das, ja, die ich meine, wir tauchen auch überall mit 25 Leuten. Ja, die war schon vollkommen verständlich, so ist es nicht. Den würde ich gerne mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, tatsächlich, ob die Bloods mittlerweile, also es wirkte nach einer vernünftigen Truppe. Ja, also vor allem die zwei, die wir letztens kennengelernt haben, Alessio und ich, oben bei der Penthouse-Party, also die scheinen echt stabil zu sein. Du hörst auch so, ich weiß zwar nicht, wer da... kackebautechnisch, gerade recht wenig aus der Region, weißt du? Also, dass sie da... Ich glaube, dass die einfach in einem scheiß Fußstapfen stehen. Nämlich ja. 74 Jahre Platz, die es nicht hinbekommen haben, eine anständige Gruppierung zu sein. Aber vielleicht muss man manchmal den Leuten auch noch eine Chance geben, ne? Gerade wenn so viel Gras darüber gewachsen ist. Das ist richtig. Aber was ich mitbekommen habe, ist, die haben wohl öfters immer noch mal jetzt mit Probleme mit den Cops und Razzien und so eine Scheiße. Ja gut, aber das ist ja nicht unser letzte Woche war die letzte Razzia erst. Ja. Aber man hört halt so nicht mehr viel, dass sie halt spastisch sind. Das hört man irgendwie nicht mehr. Ja. Man macht zwar noch so seine Witzchen hier, Flughafen, ja, gut, aber das also, hat ja mit denen irgendwie nichts mehr zu tun. Hast du einen Akku für mich? Ja. Cool. Nee, das hat mit denen ja tatsächlich nichts zu tun, sondern das ist ja alles nur so ein bisschen, jeder Tag ist Brückentag mäßig. Das ist ja schon Ewigkeiten her. Ja, richtig. Aber das sind ja auch schon, das ist auch wieder so ein Witz, aber das sind ja auch schon wieder 24 Generationen Platz zurück mit Brückentag. Mhm. Ja, stimmt. Das, ja, ich bin gespannt. Also ja klar, wir können auf jeden Fall mal was mit denen machen. Ja, also ich meine, müssen wir mal schauen, ob das halt am Ende harmoniert oder nicht. Also ich meine, bei den Aztecas mache ich mir da keine Gedanken, mit denen arbeite ich sehr gerne zusammen. Die Disciples scheinen tatsächlich auch eine super anständige Truppe zu sein. Mit denen würde ich gerne auch mal die ein oder andere Nummer drehen. Weil am Ende kann es nicht sein, dass wir immer nur mit den Crusadern zusammenarbeiten, weißt du? Also nichts gegen die ja, Crusader. Ich mag die Crusader super gerne. Und Rossi ist ein Freund von mir. Aber wir versteifen uns da halt so auf irgendwas, weißt du? Und ich meine, was ist, wenn die Crusader mal nicht mehr die Crusader sind? Und dann? Ja, wir machen uns sozusagen abhängig von denen. Genau. Und früher waren wir auch die mit vielen Leuten zusammengearbeitet haben, die Bock darauf hatten, mit uns zusammenzuarbeiten. Das bieten ja viele an. Eben. Von daher. Obwohl ich mich da meistens so ein bisschen ferngehalten habe von, wir bieten uns an, für euch was zu machen. Obwohl ja gar keiner weiß, was wir eigentlich machen. So, da habe ich mich halt immer so ein bisschen ferngehalten. Ja gut, aber also ich meine, die Aztecas sind schon sehr, sehr verstrickt. Nichts gegen die Aztecas, alles gut. Aber ich meine jetzt so halt, ne, Ballers oder Bloods. Ja, nur mit den Aztecas wollten wir die Waffen handeln, ne? Ja. Demnach. Die einzigen, die, glaube ich, nichts mit uns machen wollen, sind die Guau. Ja, gut, aber die finden wir auch scheiße. Wir sind die Elite-Truppe. Ja. Yeah. Mittlerweile. Ja. Die sind mittlerweile die Gang, die keiner für voll nimmt. Ich muss einmal ganz kurz nachgucken. Moment mal. Das wäre jetzt Ehre. Thank you.
Timebrote, danke für 17 Monate. Mrs. Hub, danke für 32. Speedy, danke für 5. Augustina, 4 Monate, danke schön. Pitbull, danke für 24. Briskelon, 5 Euro, danke schön. Sera, danke für 16 Monate. Storm, danke für den Sub. Vielen, vielen Dank, Leute. Komm, please. Oh, yes! Woo! Das neue Arschloch ist da! hier ist ein Bug. Ich bin jetzt mit dem Fahrstuhl irgendwie zu hoch gefahren. Kein Problem. Viel Spaß. Hä? Bist du nicht da runtergegangen? Ich hab Fahrstuhlparty gespielt. Fahrstuhlparty? Ja, komm mit. Ich habe scheinbar auf den falschen Fahrstuhlknopf gedrückt. Es rappelt im Karton. Welling Energy, 2 Euro, dankeschön. Weasel, dankeschön für 27 Monate. German Humor, danke für 16 Monate. Vielen, vielen Dank euch. So. Deine Streams sind einfach top. Neues Auto oder was? Wait, what? Na komm. Was zur Hölle? Darf ich vorstellen, das neue Arschloch. Was? What the fuck? Naja, wir haben doch gesagt, wir brauchen ein neues Arschloch. Das hier wird das neue Arschloch. Alter, wie geil ist das denn? Ja, oder? Uff! Ist gut, ne? Boah, wie geil ist das denn? Ja. Wir haben Fahrstuhl, Ausfahrten, später das, ja, allerdings sind die Fahrstuhlknöpfe irgendwie noch alle ein bisschen komisch aktuell. Aber naja, eins nach dem anderen. Da hinten ist auch noch ein Fahrstuhl, ne? Wir brauchen ja mehrere Ausflüchte, falls wir drinnen erwischt werden. Wir brauchen noch einen Garagenwärter und so weiter und so fort. Boah, wie geil ist das denn bitte? Aber das alte Arschloch damals war halt schon ziemlich geil, ne? Und, naja, das ist halt... Das hat so ein bisschen Feeling vom alten Arschloch. Ja, aber das ist halt das Diamonds-Arschloch. Ich weiß nicht, ob die Knöpfe schon irgendwo hinführen. Nee. Nee. Außer Betrieb. Ja. Yeah. Boah, wie geil ist das denn? Ist ja auch gerade erst gebaut worden, ne? Holy shit. Aber wenn wir den nächsten Ort brauchen, um unseren Stuff zu machen, dann wird das hier der Ort sein. Boah, wie nice. Hier schön mit den Autos runter. Sehr, sehr nice. Und du hast hier keinen, der dir auf den Sack gehen kann. Schlauchschlo, bestes RP, danke. Mega gut. Gut oder gut? Ja, mega. Ja, nur, ja. Aha. Ja, ich sag ja, die Fahrstühle,
das ist gerade noch schwierig. Na gut. Das ist sehr, sehr sexy. Ne? Das ist schon 10 von 10. Keine Angst, von Ihnen kann keiner gemeint gewesen sein. Oh. Warum? Die Frau Flowers steht doch hier. Das ist mir bewusst. Wow. Kommen Sie einmal bitte alle mit, ich möchte Ihnen gerne was zeigen. Der zweite Unterstrich Zirkumflex. Ausrufezeichen Resa. Folgen Sie mir vorne bitte einmal in die Garage. Wenn die da rein können, weil die keine Zugang, also wenn die keine Zugangskarte haben, das weiß ich halt nicht. Oh, bisschen klein, ne? Wenn wir demnächst an einem Ort sind, an dem wir nicht gestört werden wollen, dann wird es dieser hier sein. Ja, okay. Nur, dass Sie das wissen, bis jetzt kommt man nur mit dem Schlüssel vom Penthouse hier rein. Mit einem Schlüssel vom Penthouse? Ja. Ja, ich habe einfach alle meine Zugangskarten dran gehalten, aber das erklärt vielleicht die Fahrstuhlproblematik. Mhm. Okay, viele neue Erkenntnisse. Ich muss mal kurz ein SMS schreiben. Das erklärte auch den Grund, warum du letztens den Phantom nicht in der Garage sehen konntest, weil du keinen Schlüssel vom Penthouse hattest, zu dem Punkt. Ja, war nicht schlecht. Wir kriegen eine Garage. Was? Eine relativ große. Nice. Schön für die Dienstfahrzeuge. Unter anderem. Und wie viele Demos und so. Könnten wir die bereitstellen. Ja, sagt er. Für die Dienstfahrzeuge. Dann brauche ich die nicht immer einzufahren. Ja. Und werden Sicherheit. Den mache ich. Nicht sicher ob. Ich muss dann meinen Discord hier Dings wieder anmachen, Alter. Schreiben wieder irgendwelche random Leute irgendwas mit Redux, oder? Mich verarschen oder was?
Je endlich 4 Monate. Okay, ich muss noch was schauen. Penthouse-Fahrstuhl. Garage betreten. Von Garage Immobilie betreten. Der Fahrstuhl fährt durch quasi. Entweder hier stoppen oder rein und hier stoppen. Also von der Seite aus ist das halt nice, ne? Nur du müsstest halt von außen müsstest du ja dann also auch hier am Tor rauskommen, quasi. Wisst ihr, was ich meine? Guten Abend, der Herr. Also wenn du von außen reingehst, dann müsstest du ja hier sein. Und wenn du hier rausgehst, müsstest du halt außen rauskommen dann. Da ist halt noch der Fehler. Aber so vom Penthouse aus macht das halt Sinn. Ne? Ich weiß nicht, wie es im GTA Online ist tatsächlich. Don't know. Soll man da reinfahren können? Ja. Ja. Yeah. So, hochfahren. Hier raus. Und dann wieder rum. Also von der Seite aus ist alles stimmig. Genau so ist die Penthouse-Garage. Okay. Posse hat gerade geschrieben. Mhm. Das verschiebt sich auf 21 Uhr. Ja. Gut, ich will da jetzt ehrlich gesagt auch nicht ewig warten. Der soll sagen, was los ist. Ansonsten, Hola. Was ist los, Rossi? Hey, was geht, Matas? Was ist mit irgendwelchen Terminen und I don't know? Ah, das würde ich nachher gerne persönlich besprechen. Ne? Ja, aber eventuell sagst du mal, worum es geht, weil ganz ehrlich, ich stehe nicht den ganzen Abend und warte auf irgendwelche verschobenen Termine, damit ich das wichtigkeitstechnisch einordnen kann. Du musst nicht unbedingt den ganzen Abend drauf warten, also, ne? Ja, aber was ist denn Phase? Worüber möchtest du reden? Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Okay, warum kannst du mir das nicht sagen? Weil ich dir das jetzt gerade noch nicht sagen kann, vertrau mir. Mhm. Keine Ahnung, seit wann wir solche Spielchen spielen. Das ist kein Spielchen, reg dich nicht auf. Mhm. Siehst du gleich. Ey, also ganz ehrlich. Mit sowas kann er mir am Arsch lecken. Auf solche Spielchen habe ich keinen Bock, da mache ich nicht mit. Keine Ahnung, für mich hat sich das gestern nicht nach Spielchen angehört. Ja, also entweder du sagst mir, was Phase ist, oder ich eben weiß nicht. Selber nicht, was ist. Nein, ich meine nicht dich, sondern ich meine halt generell. Also es sind zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, was Phase ist, oder du lässt es halt bleiben. Aber dieses können wir. Wir treffen uns um 19.30 Uhr bis 20 Uhr. Ja, nee, 21 Uhr kann ich nicht sagen. Ja, weiß ich nicht, aber dann treffen. Nein. Also. Ja, ich meine, wir haben ja sowieso noch ein bisschen was zu tun. Du legst die Eier auf den Tisch oder du lässt es bleiben. Aber solche Spielchen mache ich nicht mit. Ja,
Keine Ahnung, für mich hat sich das gestern sehr wichtig angehört. Deswegen habe ich gesagt, gut, wenn die morgen alle da sind, dann sage ich denen das. Wenn es so wichtig wäre, dann hätte man einfach schon mit uns reden können. Er sagte mir halt gestern, da kann man nicht so offen drüber reden. Da muss man auch, also da kann man auch nicht am Telefon drüber quatschen. Aha. Dann könnte er hier hinkommen, wir könnten uns treffen oder sonst irgendwas. Oder er hätte sich gestern schon mit dir treffen können. Oder I don't know. Er will ja, dass alle dabei sind. Aha. Ich hab keine Ahnung, aber. Wir könnten ja noch Zeit überbrücken, wir haben ja eh noch ein bisschen was zu tun. Ja, nur ich werde mich danach nicht richten. Also, für mich ist der Drops dann gelutscht. Also entweder du sagst, was Phase ist, oder eben nicht. Aber diese Hinhalte-Scheiße, auf die habe ich halt einfach keinen Bock. Das kann er mit irgendwem machen, aber nicht mit uns. Nur wir sind nicht die Wasserhandtruppe. Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, es hat sich halt sehr wichtig angehört gestern. Mhm. Also ich würde sagen, wir nehmen das einfach wahr. Ja, du kannst das wahrnehmen. Wenn du noch da bist zu der Zeit. Spricht ja nichts dagegen, dass du das wahrnimmst. So, aber ich muss mal ganz kurz was anderes abklären. Oh. Ja, Bart, das hier, schönen guten Tag. Moin. Bist du gerade im Präsidium? Nein. Nein. Bist du in der Nähe eines Polizeicomputers? So semi, ja. So semi. Könntest du einmal so nett sein? Auch nicht. Und schauen, ob ich eventuell persönlich vorständig werden muss. Was hast du denn jetzt? Glaubst du, dass du das tun müsstest? Bitte? Aus welchem Grund glaubst du, dass du das tun müsstest? Ja, weil ich möglicherweise etwas getan habe, was allerdings nicht so ernst gemeint gewesen ist und was ich eventuell meiner Frau, bevor sie es auf anderem Wege erfährt, schonend beibringen müsste. Bevor es da. Du hast keine offenen Fälle. Gar keine. Nicht einen. Keine. Gar keins. Weißt du, was wir gemacht haben? Nein, aber jetzt möchte ich es wissen, bitte. Naja, möglicherweise war vorgestern jetzt nicht so der spannendste Tag und es sind auch nicht alle Leute da gewesen. Hm? Möglicherweise haben wir uns Motorräder gekauft. Das ist jetzt erstmal nichts Schlechtes. Ja, unser Ziel mit diesen Motorrädern ist es allerdings gewesen, uns den Staat mal von einer anderen Seite anzugucken, nämlich die Seite der Kleinkriminellen. Ihr habt ein Spastikum gemacht. Nein, naja, also nicht direkt, also quasi unser eigenes. Also wir sind mit den Motorrädern als allererstes zum Wasserhahn-Supermarkt, um denen in die Kasse zu greifen. Zur Folge hatte das dann, dass, und das war vielleicht auch ein bisschen unser Ziel, dass einer von der Wasserhahn-Truppe, Tim Tornado-Gedöns, mit einer Waffe hinter uns stand. Hat aber nicht uns beide gesehen, sondern nur einen von uns und hatte dann zwei Waffen im Gesicht. Die Problematik daran ist gewesen, während Tim Tornado zwei Waffen im Gesicht hatte, stand schon eine Streife vor der Türe. Ah, schade. Gut. Wir also auf unseren Motorrädern weg, Riesenverfolgungsjagd, am Ende das Motorrad hinter einem Felsen versteckt, zu Fuß weitergeflohen, das Motorrad irgendwann wiedergeholt und in den Automaten gegriffen für $12. Was zur Folge hatte, dass die Verfolgungsjagd vielleicht sehr groß wurde, also so sehr, sehr groß und durch den halben Staat. Ja, für $12 immerhin. Ne? Was aber dann vielleicht zur Folge hatte, dass wir uns, kennst du die Kokosnusspalme? Mirror Park, da oben? Ja, diese kleine Insel mit nur einer Zufahrt. Ja, dass wir uns auf die Insel gestellt haben, die Brücke zugemacht haben mit Motorrädern und gesagt haben, hier ist Ganggebiet, ihr kommt hier nicht rein. Und vor uns standen Stark und Down und Baxter. Ja. Hört sich nach einem spannenden Abend an. Möglicherweise haben wir halt absichtlich ein bisschen auf die Kacke gehauen und Scheiße gebaut, weil wir dann doch nichts zu tun hatten. Und irgendwie muss ich Lea das beibringen. Wenn das allerdings so als Straftatbestände in einer Akte stehen würde, sage ich mal, und sie sieht das, ohne dass ich mit ihr reden konnte, hängt der Haussegen vielleicht ein bisschen schief.
Also du hast nicht einen offenen Fall bei uns. Ich kann nur, also ich, das wird ja nicht bei uns in FAB-Akten landen. Ich gucke trotzdem nochmal nach, aber im Polizeikommissar hast du nichts. Das wird trotzdem lustig, ne? Ja, ja, weniger für mich als für die anderen, die das wissen, wenn ich Lea das erzähle, aber ja. Nur das Ding ist, Stark macht am Ende einen 31er und ich sitze in der Scheiße, deswegen werde ich es ja lieber selber sagen. Mach's lieber selber, ja. Aber bisher ist sie noch nicht aufgetaucht. Ganz entspannt, also es ist Ruhe vor dem Sturm, ne? Genießt es noch, solange es, ne? Gut, gut. Ich muss hier kurz mal Stark helfen, sich umzuziehen. Jojo, alles klar. Viel Spaß euch. Ciao, ja, was hat der? Ciao. Ein Date? Na, ich möchte nicht drüber reden. Mit was? Mit das einer Pflanze? Ich wünsche was. Viel Spaß. Ciao. Junge, 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 Junge. Schlugold. So. Mal beim Warten versucht? Nee. Heute sollte die Lieferung eintreffen. Welche Lieferung? Das neue Auto für nächste Woche, die Verlosung und die Escalades. Schönen guten Tag, Herr Baden. Guten Tag. Ah, Herr Batters. Ja. Hey, wunderschön. Ich habe irgendwas von Lieferung heute gehört und dass Sie einen meiner Leute fast getötet hätten. Das, mit der Lieferung ist richtig, das mit dem Töten nicht. Er ist mein Auto gefahren. Das ist ein Unterschied zu, ich habe ihn fast getötet. Naja, wenn Sie dem eine Mordmaschine an Fahrzeug geben, dann. Herr Martin, naja, ich habe. Sie müssen wissen, unter uns beiden. Der war mal OG von einer Gang, der ist nicht so ganz helle in der Birne. Das weiß ich, dass er bei OG in der Gang war. So ist nicht. Ja. Aber ich dachte, ihr anderer Mitarbeiter passt auf den auf. Oh. Arschloch. Moment, ich muss mal ganz kurz in Ruhe weiterreden mit Ihnen. Der, das ist halt, wenn Sie dem ein Auto geben, was schnell fährt, ja, dann drückt er halt aufs Gas. Ja, und dann, also, und dann kennt er nur die 500 PS. Gar kein Gas oder Vollgas. Ja, das ist so ein Schalter, das der ja gar kein... sich in seinem Ganghirn auf einmal umstellt. Das verstehe ich, ja. Das wäre ja aber auch gar kein Thema gewesen, wenn er einfach auf dem Flugfeld geblieben wäre, so wie es angedacht war. Es hat keiner gesagt, dass er auf dem Highway fahren soll. Ja, das ist aber ein bisschen doof. Ja, aber der ASLS war sofort da. Und ihr anderer Mitarbeiter hättet ja durchaus davon abhalten können, der mit dem Fahrzeug saß. Welcher? Der Herr Wood? Das ist Michael, der hat Sex mit einer Pflanze. Ja. Moment, das ist doch Steinfeld, oder nicht? Ach, deswegen. Nee, ja, Steinfeld und Michael streiten sich um die Pflanze. Ach Gott. Ja. Wir kommen mal bei Ihnen vorbei. Zu viele. Ja, wenn Sie noch ein bisschen warten, können Sie dann direkt Autos mitnehmen. Ich bin noch dabei, die fertig zu machen. Ja, ja, wir warten. Bis gleich. Okay, alles klar. Bis gleich. Gut, wir fahren mal beim Warten rum. Cool. Wir würden Sie dann gleich einmal anrufen. Wir brauchen gleich ein paar Leute, um ein paar Autos abzuholen fürs Casino. Okay. Ja, ja, gerne. Wir sagen gleich Bescheid. Jo. Sack 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben gar nicht genug Mitarbeiter für die Karren, oder? Nee. Was machen wir denn mit mehr Autos wie Mitarbeiter? Neue Leute einstellen. Nee. Ja, aber stell dir mal vor, was das für eine geile Eskorte wird. Ja, natürlich. Das ist halt mega. So, der James Jackson, der bei uns da vor der Tür arbeitet, der fühlt das ja auch richtig. Der ist da komplett drin. Der hat uns gestern seinen Plan erzählt, wie er das in Zukunft machen möchte. Wie er was irgendwie machen möchte? Ja, die Eskorten. Zwei Escalades vorne, in der Mitte wir, rechts, links jeweils auch noch ein Escalade und ganz hinten auch nochmal zwei Escalades und dann noch so ein kleiner Hummingbird dazu. In der Luft, mit Luftunterstützung. Natürlich! Natürlich! einem Hubschrauber drüber.
Hab ich gesagt, sind wir Präsidenten oder was? Aber der fühlt das halt richtig. Also, der kam auch gestern zu mir und meinte, Herr Chamber, da Sie krankheitlich ein bisschen angeschlagen sind, würden wir Sie heute gerne den ganzen Tag begleiten wollen. Ja, okay. Der fühlt das halt richtig. Das ist, glaube ich, seine Bestimmung. Was geht da ab? Das sind Disciples. Hä, ich dachte, die sind gar nicht mehr hier. Doch, die sind ja wieder hin. Ich glaube, die Guauf hatte wohl irgendwie Stress mit denen oder Krieg oder so und ja. Jetzt sind die wieder hier. Hm. Ach, warum der den orange gemacht hat, ne? Da ist halt. Aber wir müssen, ne? Wir warten. Lol. Joa. Teuer für Müllabfuhr. Hm. Das sieht tatsächlich scheiße aus. Ja, das wollte ich dem nur nicht gesagt haben, dass das scheiße aussieht. Ja, aber das sieht super scheiße aus. Ja. Oh, Herr Barton! Das ist Ansichtssache, hallo, oder? Das ist einfach nur schön. Herr Barton, Ihr Auto sieht scheiße aus. Das ist Ansichtssache. Warum haben Sie so ein schönes Auto orange gemacht? Das kann ich Ihnen verraten, weil ich darauf warte, dass die Orange mich ankacken. Aber das ist... Ach, nee. Naja. Ja, gut. Okay. Ich arbeite gerade an Ihren Escalades. Eigentlich. Ja, 4, ne? Ja. Das Problem ist, ich habe gar nicht genug... Haben wir wenigstens genug Mitarbeiter, um die abzuholen, Luis? Ja. Okay. Und den RS5 habe ich tatsächlich auch schon fertig. Was ist das überhaupt? Das ist gut. Ich habe den verkauft damals, weiß nicht mehr, was das ist. Zeig mal einen S5. Ein Audi. Ja, dann kommen Sie mit. Ja, ich weiß, dass das ein Audi ist, aber ich kann mich tatsächlich nicht an die Karre erinnern. Also wenn ich an den RS5 denke, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich ihn mal verkauft habe. Das Ding? Mhm. Das hier rechts ist ein RS5, ja. Warum will man das denn haben? Was meinst du, wie die Leute da drauf steil gehen? Warum? Weil die da auf alle drauf steil gehen. Ja, aber das ist ein Audi. Halt ein Audi. Ja, aber da gehen die alle drauf steil. Auf ein Audi. Ja. Okay. Verstehe ich natürlich. Wunderschönes Auto. Noch nie so ein schönes Auto gesehen. Also außer bei Bentley, Jaguar, Rolls-Royce, also, Porsche. Mein Plan, mein Plan war es eigentlich, dass wir das Auto heute schon an uns nehmen, das erstmal versteckt lassen und dass ich den über Nacht heute schon in die Lobby stelle, den Jaguar rausstelle, muss ich halt die Türen nochmal ausbauen, damit die Leute schon mal sehen, was am Montag gibt. So war mein Plan, weil wenn die ja morgen alle zu der Party kommen, dann denken die alle, what the fuck? So, das war mein Plan, aber das mache ich irgendwann dann heute Nacht. Ja. Ich mach das schon. Ja, du machst das schon. Das wird bestimmt auch voll der Renner, der Audi. Das Ding geht für 1,5 Millionen über den Tisch, Ryan. Ja. Verstehe ich. Bei so einem schönen Audi. 1,5 Millionen würde ich da auch für bezahlen. Ich sag Ihnen ganz ehrlich, mein Geschmack ist der auch nicht, aber naja. Meiner auch nicht, aber die normalen, die fahren sowas halt. Nice.
schlüpfen da irgendwie nackte Frauen drin, oder? Nein, aber die normalen, die es gibt ja auch, tatsächlich gibt es Autos, die auch normale Leute fahren. Ist das sowas wie eine KitchenAid? Eine integrierte Rührmaschine in der Motorhaube, oder? Das, oder? Das ist sowas wie ein KitchenAid der Autos, das passt schon ganz gut. Hm. Ist eigentlich nur ein simpler Haushaltsgegenstand, aber eigentlich komplett überteuert. Das dachte ich mir. Zumindest ist es auf dem Markt. Ja, weil es halt hier auch kaum Audis gibt. Also, ja, RS4 und RS6, den ich damals verkauft habe. Und halt ja, RS5. Ja, RS7 und RS3, ja. Aber so ein RS5 ist halt was Besonderes, da die Dinge ja nicht so oft verkauft wurden damals. Mhm. Ja, ist schon was ganz schön Besonderes auf jeden Fall. Ja. Wir haben gesagt, wir fangen langsam an. Das ist schon eine krasse Steigerung jetzt. Eine Steigerung? Wirklich? Zum Jaguar. Also, der Audi. Ja, also ich sehe das eigentlich. Mhm. Also wenn wir das noch steigern wollen, nehmen wir einen Opel Antara, wäre fürs nächste Mal geil. Ha, damit wir auch mal einen SUV haben. Ja? So ein schöner 20.000 Dollar Opel Antara. Ja? Schöne, geschmeidige 96 PS unter der Haube. Was bin ich froh, dass ich dieses Auto nicht ausgesucht habe. Ja, das ist halt, was gefragt ist hier in der Stadt. Ja. Und wenn wir dann Bock haben, nehmen wir ein Opel Kadett. Boah, ein Opel Kadett. Weil falls ist ein bisschen Style. Die Leute aus einer Gang ihren Schlüssel verlieren oder zu Hause vergessen, können die den mit einem Tennisball öffnen. Ach, Ryan. Also ich würde mal behaupten, dass bei den Losen bei dem Auto mindestens 1 Million zusammenkommt. Okay, wenn das stimmt, dass bei den Losen, bei der Karre, 1 Million Dollar zusammenkommen, dann... Moment, ich überlege noch. Ich überlege mir irgendwas Krasses für dann. Okay. Okay. Kurze Frage, Sie beide sind doch immer sehr gut informiert über polizeiinterne Dinge, oder? Nein. Okay. Haben Sie eine Ahnung, warum der Herr Briggs suspendiert ist und mir gefühlt 24/7 auf den Sack geht, weil er denkt, ich wäre sein bester Freund? Ja. Also das mit dem besten Freund, also warum der suspendiert ist, können wir möglicherweise wissen. Warum der denkt, er wäre ja sein bester Freund, habe ich keine Ahnung. Denn für mich stellt sich bisher immer noch eine elementar wichtige Frage. Wer ist eigentlich... Warte mal. Der denkt, sie sind befreundet? Wann haben Sie den letzten Kontakt mit der Briggs erwarten? Ich glaube, das letzte Mal hat er mir gestern SMS geschrieben. Ich weiß nicht, ob der schon wach ist. Und da geht's einfach nur so um ihre generelle Freundschaft. Quasi. Ja, keine Ahnung. Der hängt öfter mal bei mir rum, aber... Ja. Der ist eigentlich ganz nett, aber so... Keine Ahnung. Ja. Ich bin eigentlich nur freundlich zu dem, weil der Polizist ist, so keine Ahnung. Der hängt häufiger bei Ihnen rum, Herr Bart. Okay, ich sehe schon, das hat scheinbar irgendwas mit ihm zu tun, warum er suspendiert ist. Nein! Also tatsächlich hat es nichts mit mir zu tun, aber sagen wir mal, ich würde mit dem Herrn Briggs vielleicht gerne mal ein freundschaftliches Gespräch führen. Ohne dass er weiß, dass ich dieses Gespräch gerne mit ihm führen möchte. Okay. Kommt ihr aus diesem Gespräch lebend wieder raus? Ja, doch. Schon. Herr Barton, für was für Menschen halten Sie mich denn? Ja, ich besitze ein Casino und keinen Club der Serienkiller. Halten Sie für einen Menschen, der anderen Leuten noch gerne mal Messverschläger durchs Gesicht sieht, wenn die was Falsches sagen? Naja... Das war, erstens war das eine Ausnahme und zweitens war das nicht ein Golfschläger? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, es war ein Baseballschläger, aber meine Erinnerungen daran sind ein bisschen verschwommen. Ich weiß das nicht so ganz genau. Verstehe. Nein, also, aber unser Verhältnis, Herr Barton, hat sich gebessert.
Ich sage ja gar nichts. Ich sage ja auch bis heute, dass das gerechtfertigt war. Also. Sehen Sie. Also glauben Sie mir einfach, wenn ich Ihnen sage, dass das Gespräch mit Herr... Wer ist der Vogel? Briggs. Auch ein gerechtfertigtes Gespräch ist. Ich weiß, wo der wohnt. Das ist ja auch nicht so schwierig rauszufinden, wo der wohnt. Nee, in der Kopf-Ecke. Erzählt das ja jedem, der auf der Straße über den Weg läuft. Ja. Wissen Sie, ob der zufällig gerade da ist? Nee, weiß ich nicht. Ich kann das allerdings gleich prüfen. Das wäre also, super nett. Wenn ich Ihr Wort darauf kriege, dass der Leben aus diesem Gespräch wieder rauskommt, bringe ich den Diana irgendwann mal vorbei. Nicht irgendwann mal, Herr Baden. Heute! Abend zusammen. Wenn ich ihn zu fassen kriege, ja. Das klingt, als wenn Sie es nicht versuchen würden. Sie müssen ja mehr daran glauben. Also, ich habe Ihnen bisher alles, was ich Ihnen versprochen habe, Ihnen zu liefern, geliefert. Wenn ich ihn zu fassen kriege, kriegen Sie den. Also, wenn er da ist, kriegen Sie den. So. Ohne, dass er weiß, dass wir mit ihm reden möchten. Ohne, dass er weiß, dass Sie mit ihm reden möchten. Das hört sich doch super an. Wir dürfen ihn nicht umbringen, dann los. Nee, kein Problem. Okay. Kriegen wir irgendwie hin. Gut, ich würde dann jetzt noch... Ich habe eine rein hypothetische Frage ganz kurz erwarten. Ja. Was ist, wenn er feste stürzt? Ist das dann, also habe ich in Ihren Augen den dann umgebracht oder ist eher der Asphalt Grund an dem Tod von Herr Briggs? Also, wenn der im Rahmen Ihres Gesprächs stürzt und so dann auf Asphalt aufkommt, dass er dann ganz stirbt, dann ist er vermutlich irgendwo runtergefallen. Ja. Aber was ist denn, wenn der von unserem Gespräch wegfährt und er hat dann einen schweren Verkehrsunfall und stirbt dabei? Wenn Sie mit diesem Verkehrsunfall nichts zu tun haben, ist das nicht mein Problem. Also gehen wir noch weiter. Wir stehen zusammen und er geht gerade von dem Gespräch weg. Auf einmal fängt es an zu gewittern und ihn trifft ein Blitz. Ja, da wäre auch nichts damit zu tun. Also ich meine, das sind ja alles... Wenn es irgendwas ist, womit weder Sie das wäre natürlich höhere Gewalt, Herr Baden. Noch irgendwer, alles klar. Sie haben mein Wort, dass wir ihn nicht umbringen werden, Herr Baden. Wir wollen Sie auch gar nicht von der Arbeit abhalten. Lass uns draußen warten. Ja. Ja, gut, ich mach die noch schnell fertig und Dankeschön. Dann sag ich Bescheid. Kannst du mir die Papiere... Das bedeutet also, wenn der von dem Gespräch wegfährt und aus der Seitenstraße kommen drei Pounder nebeneinander mit Fulls... Das wäre natürlich höhere Gewalt. Also, es wäre... ein Verkehrsunfall. Schon 3 Monate. Quasi. Green Monkey, danke für 3 Monate. Morty, danke für 8 Monate. Samem, danke schön für 15 Monate. Oh, Johnny, 2 Monate, danke schön. Ravenmoon, danke schön für dein Verschenken-Sub. Hunter, danke für 21 Monate. Fresh Dumbledore, danke schön für deinen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Harzer, danke für 23 Monate. Hast du den Mini-Aston Martin schon gesehen? Barbara Relax, danke für 9 Monate. Nee, was? Nico und Zane, 13 Monate, danke schön. Xeltaro, danke schön für 17 Monate. Aber ich hätte, glaube ich, Angst. Taiko, danke für 18 Monate im 10er-Sub. PC Gamer, 27 Monate. Arum, danke für 19 Monate. Chris, 12 Monate, danke schön. Tiger, danke für 7 Monate. Team Venados, danke schön für deinen Prime-Sub. Pishi, danke für 16 Monate. Jerome, danke für 4. Kovacil, ja. Danke für 25. Lademeister, danke schön für 21. Tobiwan, danke für 4. Zahard of Fire, danke schön für 4. The Laserbeer, danke schön für 2. Richtig Broke, 2 Monate, danke schön. Exotical, danke für 20. Jan Soa, danke schön für 17. WTF. Danger Pro Noob, danke schön für 3 Monate. Hilarious, danke für 5 Monate. Panzerfahrer, danke schön für 7 Monate. Vielen, vielen Dank für euren Support, Guys. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Crazy Killer Kirby, danke für 2 Monate. Was ist das? Und ja, warum? Ja, habe ich mich auch schon gefragt.
Aber Aston Martin, ja. Ey, ich fand deinen Vorschlag eben übrigens gut, ne? Also ein Verkehrsunfall wäre ja dann eine höhere Gewalt, da würden wir nicht drinstecken. Also wenn wir den bei einem Gespräch haben, er fährt von dem Gespräch mit seinem Auto weg. In dem Augenblick, wo er in sein Auto steigt, fahren die Pounder los auf die Kreuzung zu. Und es kommen so 3-4 Pounder komplett nebeneinander, die mit Fullspeed über die Kreuzung bügeln. Würde er bedeuten, wenn wir das ein bisschen anständig timen, dass, wenn er losfährt, die Pounder ihn vielleicht frontal erwischen. Oh, das wäre schon... Das wäre schon sehr ungünstig. Schade für ihn. Das wäre sehr, sehr ungünstig. Das wäre total ungünstig. Was ist das? Wirkt mir auch ein bisschen... Und warum? Das ist ein Aston Martin. Warum ist das, was immer es ist? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, Barton ist, das ist doch das einzige Auto, was Barton nicht verkauft bekommt. Boah, weißt du, wen wir damit fahren lassen könnten, um ihn richtig zu ärgern? Michael. Auf keinen. Das Ding ist nur, ich möchte eine Probefahrt machen. Michael hat übrigens die Papiere von Barton bekommen für den Lambo. Warum? Michael möchte den unbedingt gerne haben, ja, und er möchte unbedingt gerne mit dir sprechen. Und will er sich den denn bitte leisten? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Herr Barton, wie will sich denn Herr Woods den Lamborghini leisten? Das, was weiß denn ich, wie das bei den Finanzen von dem Herrn Woods aussieht? Die Papiere hat er erstmal nur bekommen, weil Michael Angst hatte, dass er geklaut wird. So. Mhm. Deswegen haben die erstmal eine Papierübergabe gemacht. Aber Michael wollte noch mit dir reden, dich mit Engelszungen bequatschen und mit der Karten quatschen. Der kann schön einen Finanzierungsplan vorlegen oder das Auto wieder abgeben bei Herrn Barton. Ja, das habe ich ihm auch so gesagt. Ich habe ihm die Papiere erstmal gegeben, weil ich eigentlich dachte, bei ihren Mitarbeitern sieht es finanziell nicht schlecht aus. Aha. Er ist noch Praktikant. Er ist noch Praktikant. Und der kriegt nicht aufgrund unseres Rufs eine Karre, die er am Ende nicht bezahlen kann. Und am Ende bin ich der, der dafür einspringt. Oder das Diamonds Casino. Ja, noch ist es ja unter Leihwagenvertrag. Ich würde gerade sagen, noch läuft das ja als Leihgabe. Herr Barton, haben Sie einen Schlüssel für den Einkaufswagen? Ich würde den wahnsinnig gerne mal Probe fahren. Achso, ja, habe ich. Was zum Teufel ist das? Ein Aston Martin Signet. Ein was für ein Ding? Ein Aston Martin. Warum Signet. Haben Sie sowas? Das ist quasi der Luxus-Twingo. Warum zum Fick haben Sie das? Steckt. Ach, ich mache ihm Scheiße. Das rechte Tor auf. Hast du den. Hast du den mal von ihm. Dieses Ding ist so klein. Ich hab keinen Platz. Herr Barton! Wenn ich in dem Ding sterbe, ich feiere Ihnen ein Viertel vom Casino. Ich habe das Gefühl, ich sitze in einem Schuh. Alles gut? Das tut
bisschen weh hier drin. Ah, alles gut. Sportsitze, doppelter Gurt und Überrollbügel, kann nichts passieren. Ja. Andere Leute machen hier irgendwelche Derbyfahrten mit dem Ding. Oh. Ui. Aber so können wir den nicht zurückgeben. Guck dir das mal an. Ach du Scheiße. Wir sollten vielleicht einen ACLS rufen. Ja. Lass uns den kurz da vorne auf den Parkplatz stellen. Das Problem ist, wir können den nicht ausmachen. Ist der Tank voll? Also Nadelzeichen aber an, wenn die gerade Schlag weggekriegt hat gerade. Ich würde $10,000 verwetten, dass du den Rollstuhlweg hochfahren könntest am PD. Leitzentrale des ACLS, wenn Sie mal parat. Wie kann ich weiterhelfen? Ja, hier ist FIB Agent Müller. Können Sie mal bitte zum Polizeipräsidium kommen? Wir hätten dann dringend einen Reparaturfall, bevor wir wieder auf Einsatz müssen. Okay, um welches Fahrzeug handelt es sich denn? Ja, es handelt sich um ein Undercover-Fahrzeug, einen Aston Martin, aber so einen kleinen. Sieht aus wie ein Smart. Okay. Was ist daran beschädigt? Könnt ihr das von außen sehen? Ja, das Hecken ist ein bisschen zerbeult. Da ist irgendwie der Fahrer von dem Fahrzeug einer Mauer ziemlich nah gekommen. Oh Gott. Geht's Ihnen bzw. den Fahrern des Fahrzeugs soweit gut den oder brauchen Sie ein... Nein. Den Fahrern geht es wunderbar. Dann ist gut. Dann bitte ich Sie einmal ein Dispatch zu schicken und aber natürlich, ich komme vorbei. Aber klar, bis gleich. Jo, bis gleich, Tulu. Der sollte wissen, dass es dringlich ist. Aber wenn wir jetzt gleich hier stehen, der kommt hier, weißt du, also dann ist es auch egal. Hauptsache, der kommt schon. Ja. War ja klar, dass dann jetzt wieder Cops kommen müssen. Ich überlege, ob ich den kaufe, um den leer zu schicken. Ich mach den pink und schenk den leer. Ich glaube, der kostet auch gar nicht so viel. Aber bisher wollte halt da keiner Geld für ausgeben. Natürlich nicht. Es sieht aus wie ein Schuh. Ehrlich, ich hätte mir den gekauft als Spaßmobil. Es sieht aus wie ein fucking Schuh. Achtung. Da kommt Lieutenant Adler. Guten Tag, Herr Adler. Hallo. Kann man Ihnen irgendwie weiter? Nö. Der ACLS ist auf dem Weg. Ja, was haben Sie mit dem Flugzeug gemacht? Kaputt. Ah ja. Also tatsächlich verkehrt rum gegen eine Wand gesetzt. Wie haben Sie das denn geschafft? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin noch nie in Schuh gefahren. Ah ja. Sieht auch wie einer aus. Ja, es sieht nicht, also es fährt sich so, wie es aussieht. Scheiße. Ich verstehe. Deswegen geht's soweit gut? Ja. Wie gesagt, das war im aktiven Bremsvorgang. Mit Handbremse, mit allem, was dazugehört. Das Ding hat sich gekreiselt wie ein Beyblade. Und zum Stehen gekommen ist es genau mit dem Heck vor der Mauer. Hallo, Jo. Schönen guten Tag, Jo. Hallo. Ja. Ja. ACLS ist gleich da und dann geben wir das wieder dem Verkäufer. Ja, genau, das ist die Frage. Was ist das für ein Auto? Und dann geht er wieder zurück zum Autohändler. Das ist nun eine Probefahrt. Also, wenn Sie sich für dieses super Traumauto interessieren,
Bei Herr Barton können Sie das noch erwerben. Wir haben leider kein Interesse, das käuflich zu erwerben. Hm. Können Sie nicht verstehen, warum, oder? Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum. Dabei ist das so ein Traum von Fahrzeug. Hey Jupp, irgendwie sehe ich Sie da drin. Nee, wer ist mit so wenig Knautschzone vorne? Hm. Überrollbügel und Sportsitze machen es möglich. Ja, nee, trotzdem. Da kommt der AZL. Das Ding würde ich halt nicht mehr fahren, wenn ich das geschenkt bekommen würde. Ich habe überlegt, ob ich Lea den kaufen soll, um ihr den zu schenken und den pink machen soll. Aber ich weiß nicht, ob sie mich dann, also ob sie Danke sagt oder mich verlässt. Ich glaube, sie verprügelt dich und dann verlässt sie dich. Ich weiß es nicht. Obwohl ist sie ja nicht so materialistisch, ne? Ich glaube, sie wird sich drüber freuen. Ich glaube, sie wird aus Trotz das Auto fahren die ganze Zeit. Also ich weiß noch, wie du ihr den Porsche geschenkt hast und sie hätte dich da schon beinahe fast verprügelt. Ja. Einen schönen guten Tag. Ja, das ist das zauberhafte Stück Metall, um das es geht. Eieiei. Ja, das ist leider verkehrt rum von der Wand gesetzt worden. Fragen Sie mich nicht, wie verkehrt rum funktioniert hat, geht aber. Dementsprechend ist hinten der ganze Kofferraum verbeult und ja, die Scheibe sieht auch nicht mehr so aus, wie sie mal war. Wobei es das jetzt auch nicht unbedingt hässlicher macht. Tatsächlich nicht, nee, aber dadurch, dass das ein Leihfahrzeug ist, wer hat das ganz gut. Oh, da ist mir was runtergefallen, Moment. Eieiei. Da ist Mögen es. Sie einmal die Kofferraumklappe hinten öffnen, wenn das geht. Aber natürlich. Das sieht halt. Aha, passt da rein, ein Stück Papier. Ja, das, ach du Scheiße, das ganze Styropor da hinten, das ist zur, also, ja. Damit überhaupt die Knautschzone ist. Das weiß ich auch nicht, wofür das ist. Der ist noch neu, das Wort vergessen rauszunehmen. Das wird in einer Plastikverpackung geliefert. Mich würde es nicht wundern, wenn da noch eingeschweißt irgendwo stand. Also wie Sie hier sehen können, in eigentlich, der ist nur aus Schaumstoff. Ach du Scheiße. Äußerst schön. Ja, das ist halt Ultraleichtbau. Genau. Deswegen bringt das Ding tatsächlich auch 250 Stundenkilometer auf dem Tacho. Was? Ja. Weil eben halt Angst in so einem Auto. Alles, was schwer ist, wurde halt ausgebaut, wurde halt gegen Schaumstoff ersetzt. Augenscheinlich. Das Problem ist, wenn sie das Lenkrad zu feste drücken, dann geht das halt kaputt. Von 0 auf 100, 3,8 Sekunden. Ach so. Oh Gott. Das ist ja fahrender Sarg. Ja. Kriegen sie da wieder ausgebeult? Die Frage ist eher, ob er genug Schaumstoff mit hat. Ja, wenn der Schaumstoff zerbeult bleibt, ist nicht so schlimm, das sieht am Ende keiner. Da kriegen wir wohl wieder festgespritzt. Ich bin gespannt. Ja, also ich kenne Ultraleichtbauten eigentlich nur so mit Carbonfahrzeugen, aber das ist eine neue Art, die ich so gesehen habe. Flexo, ja, NATO, Dankeschön Sachen. Für 19 Monate. Sir Henry, Dankeschön für 22. Rein von der Theorie, wenn man den auf einer Rampe. Residentor, Dankeschön für 4. Border Mafia 15, Dankeschön. Veritas verschenkt 2 Subs, Dankeschön. Alle. Und Subs selber, vielen herzlichen Dank. Alpha Kevin, danke für 31 Monate. To the moon and back. Salty, Salt Show, Dankeschön für 2 Monate. Arzund 28, Dankeschön. Crazy Killer Kirby, Dankeschön für 2. Green Monkey, danke für 3. Das wäre genau Morty, das danke für 8. Für die Leute, die sich gerne vielen, vielen Autos Dank. In den Dankeschön. Garten stellen. Ja. Vielen, vielen Dank. In den Garten. Auf so einer kleinen Gehwegplatte, das darauf parken und dann. Ja, wir haben schon gewettet, ob wir den bei Ihnen die Rollstuhleinfahrt hochkriegen. Passt, glaube ich, nicht ganz. Ich glaube, ein kleines bisschen zu breit. Aber. Warte mal, ich frag mal, Ryan. Hm? Vermieten wir Meetingräume? Meetingräume? Kommt wir haben eine Anfrage reinbekommen, ob wir Meetingräume kommt vergeben drauf an, für zwei, wen? Drei Stunden. Für wen? Also ich meine so ein Typ vom Uhlenverleih. Er von hat wohl ein Meeting für 2-3 Stunden. Vom was für ein Verleih? Von einem Uhlenverleih. Irgend so ein Sanchez-Typ. Hat wohl ein Meeting 2-3 Stunden, würde sich gerne dafür was mieten. Und was will er zahlen?
Das weiß ich, das müssen wir uns jetzt überlegen gerade. Der hat nur angefragt, ob wir das schon machen können. Entweder geben wir dem ein Büro oder wir sagen Penthouse oben. Kommt drauf an, was er zahlen will. Was will er denn zahlen? Unter 15.000 kann er wieder nach Hause gehen. Unter 15.000 kann er nach Hause gehen. 20.000. Ja, alles klar, aber selbstverständlich haben wir Meetingräume. Das ist überhaupt gar kein Problem. Die Frage ist nur, welches möchte er gerne haben? Ja, ja, warte, der sagt ihm jetzt gleich erstmal 20. Ach so, ich dachte, 20 wäre der Vorschlag von dem gewesen. Nee, John, klär das mal. Wir haben hier gerade noch zu tun. Sag mir gleich Bescheid, ob der das haben will oder nicht. Dann können wir uns weiter darüber unterhalten. Ansonsten verschwenden wir nicht unsere Zeit. Okay, super. Tschö, Küsschen. Ja. Also Herr Adler, Jupp, wenn Sie sich auch mal unterhalten möchten für 20.000 Dollar, ne? Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Ich bin gerade überlegen, wir haben im FRB Tower noch ganz schön viel Platz, oder? Die Leute wohl dafür bezahlen? Nichts. Dafür, dass sie sich wichtig fühlen dann? Im FRB Tower. Stimmt, nee, das... Also... Ja, stimmt. Stimmt auch wieder. Bei allem Respekt, aber da hängt Merino und Co. unten im Eingangsbereich. Also ich glaube, mit wichtig fühlen ist da eher wenig. Das Schiefbüro kann ich auch nicht vermieten, da hat ein Müffel da drin. Nee, also schade. Wäre eine Idee gewesen. Ärgerlich. Vielleicht die Tiefgaragen. Vielleicht oben das Dach können wir noch so ein bisschen als Feature frische Luft anbieten oder so. Ja, das wäre tatsächlich was. Wir haben sogar zwei Helipads da, also. Zwei? Da. Ja. Eins oben direkt und eins auf dem Nebendach. Ja. Das wäre doch ein netter Nebenverdienst. Sehen Sie. Und für das Geld musste ich damals noch Taser verkaufen. So, wie sieht's aus? Sieht soweit gut aus. Ah. Hinten im Kofferraum ist ordentlich PU-Schrauben drin. Das dürfte hoffentlich nicht auffallen. Ja gut. Die Klappe ist soweit ausgebeult. Scheibe konnte ich noch Sachen hinten recht holen. Ja. Die ist auch ausgetauscht Hauptsache und soweit ist alles fertig. Hauptsache der Fahrzeughändler sieht da zu schnell nicht, dass da dran gemacht worden ist. Nein, das dürfte er nicht. Ja, ich selber. Dankeschön für das große Trinkgeld. Jo. Allerdings müsste ich Ihnen noch eine kleine Rechnung ausstellen. Ja, mit Sicherheit. Ich zahle bar und Sie stellen mir eine Rechnung aus. Mach Augen zu, Kollege. So, ich wünsche was, ne? Tschüss. Ja, okay. Ja gut, dann ich sag dir Bescheid. Ja, ist halt so. Ist halt so. Ja, aber ich sag dir gleich Bescheid. Ich gebe Meldung. Ja. Okay, cool. Ja, nice. Okay. Ja, okay, cool. Ja, mach ich. Alles klar, bis gleich. Okay, es scheint doch nicht so wichtig zu sein bei José, aber es könnte verdammt geil werden, glaube ich. Er hat mir da gerade was gesagt, das soll irgendwie fürs Feeling sorgen. Wir sollten uns das angucken. Mhm. Ich bin begeistert. Wann soll das sein? Um 21 Uhr. Oh. Au! Ich
Ich habe vielleicht gerade gegen das Armaturenbrett gehauen und vielleicht ist da jetzt noch drin. Weil das aus Schaumstoff ist. Luis? Ja? Halt mal den Scheibenwischerhebel. Ja, hier. Warte mal. Warte hier, halt mal den Blinker. Oh Gott, nein. Und hier halt mal bitte den Regler vom automatischen Fensterheber. Oh. Was sollst du jetzt machen? Den Knopf vom Warnblinklicht halten? Alter, das ist ja wie Lego. Wir fahren jetzt einfach da in die Halle rein, stellen den da wieder hin und sagen, es waren Ratten im Fahrzeug. Und wo ist die Stoßstange? Die liegt da hinten auf der Wiese. Die wurde uns geklaut auf der Fahrt hierhin. Oh oh, da hinten ist Barton. Wo denn? Da hinten rechts. Scheiße. Wer kommt auf uns zu? Er kommt immer näher. Wir müssen uns was einfallen lassen. Schmeiß die Hebel und die ganzen Knöpfe aus meinem Fenster raus. Schmeiß einfach alles auf die Wiese. Alles. Weg. Okay. Er ist gleich da. Hallo. Kann ich dich gleich zurückrufen, bitte? Luis. Bis gleich. Den Hebel von der Handbremse. Schmeiß den auch. Oh, scheiße. Schmeiß die Handbremse weg. Ja, hab ich. Hallo, Herr Barton. Hallo, Herr Barton. Ich grüße Sie. Ein das wunderschön. Ist, ja, hey. Das, Also so, das Auto war ja schon immer klein, aber zumindest ein paar Zentimeter größer war das schon mal. Ja, möglicherweise. Also, passen Sie auf, ist es Folgendes passiert. Wir haben hier geparkt auf der Wiese und es kamen ein paar Leute vorbei mit Akkuschraubern in den Händen, die Frontstoßstange abmontiert haben. Und wir konnten nichts dagegen machen. Es waren so viele, dass wir uns nicht zur Wehr setzen konnten. Wären wir ausgestiegen, hätten wir es nur riskiert, dass wir verletzt werden am Ende. Naja, komm, sind wir ehrlich. Wir wollten eigentlich aussteigen, aber weil wir mit so voller Elan waren, haben wir eventuell die Türgriffe abgerissen, weil das hier alles aus Schaumstoff drin ist. Und jetzt was Sie da auf der Wiese sehen. Also, Moment. Also, die ganzen Glasschlitze, die haben auch, natürlich. Ja, cool. Die haben auch die Türe kurz aufgemacht. Ich bin kurz ausgestiegen, um eine zu rauchen. In der Zeit haben die den Hebel für den Blinker, für den Scheibenwischer, ja, die automatischen Fensterheberknöpfe. Wir machen das nicht. Den Knopf vom Warnblinker, sowie den Hebel für die Handbremse. Haben die alles rausgebaut und dahingeschmissen, weil die es augenscheinlich doch nicht gebrauchen konnten. Sie können sich das ersparen, das Ding ist versichert. Ja, dann ist das vielleicht der zweite Unfall, den wir hatten. Das, der zweite? Okay. Alles klar. Der wurde schon mal notdürftig wieder zusammengepflegt. Vom ACLS. Eventuell muss der getankt werden. Das hat mich $10,000 gekostet. Wahrscheinlich so viel, wie das Auto wert ist. Am besten so schnell wie möglich ins Autohaus, weil da kann ich den im Zweifel irgendwann tanken. Da steht zumindest nicht hier rum. Er fährt nicht. Ja, natürlich. Ich krieg den Gang nicht eingelegt, weil hier zufällig der Ganghebel fehlt. Ja, dann mach ich ihn aus. Warte mal. Du hättest den nehmen können. Ja, gut. Ja, alles gut. Ich lass den vom ACLS abholen. Schönes Auto, Herr Barton. Doch. Sehr ansprechendes Fahrzeug. Wie viel soll der denn Fahrzeug kosten? Was der kosten soll? Ja. Mach das nicht. Ich will nur wissen, wie der kostet. Achso. Wie viel kostet der? Also, da das Ding auch noch in Vollausstattung kommt, da alles dran gemacht ist. Und das tatsächlich auch erst Martin ist, kostet das Ding 200.000. Das kriegst du nie im Leben verkauft.
Ich krieg das auch nie im Leben verkauft, aber so, was soll ich machen? Ich kann auch schlecht Minus mit der Karre machen. Ich würde den noch nicht mal kaufen, wenn du mir den sagen würdest für 50.000. Ich auch nicht. Ich würd für 10 würde ich mich drauf einlassen. Nee. Der einzige Pluspunkt von diesem Ding ist, dass man damit den einen oder anderen auf der Autobahn stehen lassen kann. Und der es nicht erwartet. Das ist der einzige Pluspunkt von diesem Ding. Mhm. Also, der andere Pluspunkt ist natürlich noch, also ich meine, wenn man sich das hier mal anschaut, also wenn man, machen Sie mal den Kofferraum auf. Die Einkäufe werden halt günstig, ne? So eine kleine 5-Minuten-Terrine passt also rein. Es ist halt klein, es hat aber sogar Rücksitze, ja? Die darf man nicht außer Acht lassen. Ja, wo halt das keiner hinkommt aufgrund des Überrollbügels. Ich frag mich auch, was Aston Martin sich dabei gedacht hat, aber gut. Nichts. Rein nichts. Ja, nee, scheinbar nicht. Gut. Ich glaube, der Ingenieur war besoffen, als er das gemacht hat. Wahrscheinlich. Gut. Soll ich die Securities anrufen? Oder bist du fertig mit dem? Fertig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich die 4 Karren unterbringen soll. Die kriegen die noch nicht, bis sie nicht bezahlt sind, weil ich bezahle die jetzt erstmal vom Casino-Geld dann. Also ich bin jetzt gerade voll. Also ich kann ja, nichts nehmen. Ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken, ob in meinem Mäppchen hier was Platz ist. Ich gebe einfach meine Motorräder nur ab. Wenn die am Ende haben wollen, müssen die bezahlen. 200 das Stück warten, oder? Wir hatten gesagt 220 und auf die Rechnung soll ich 300 schreiben. Ja, genau. Ach, stimmt, da war ja was. 220, 300 auf die Rechnung, aber 220 kriegst du überwiesen. So, einen Platz hätte ich schon mal wieder. Ach so, du könntest mal das Motorrad verkaufen, ja, was ja, du ja, da letztens hast. Ja. So, Kollege, nimm mal hier das Motorrad, was ich letztens für dich gekauft habe, ne? Nimm das mal hier. Ja, natürlich. 23.000, willst du mich verarschen? Weißt du, was ich dafür ausgegeben habe mit Tuning und alles? Ein Penner bist du. Meine Fresse. Okay, also ein, ich kann zwei nehmen. Also einen kann ich mindestens nehmen. Pass mal auf, nimm doch mal meine Innovation auch mal in Zahlung, ja? 17.000, das ist ja, du bist großzügig. Meine Fresse. Warum drücke ich dir eigentlich nochmal Geld in den Arsch? Nee, ich möchte nichts kaufen, danke. So, also zwei kriege ich mindestens auch unter. Ja, ich auch. Dann kriegen die nämlich Schlüssel erstmal und das Auto kriegen die, wenn die das bezahlt haben. Ja. Es bleibt das Eigentum des Diamond Casinos. Da müssen noch die schwarzen Felgen drauf. Und die mal fragen, was das für welche sind. Ja, das können die selber machen. Ja, das. Du kannst sagen, da kriege ich jetzt die Krise, wenn ich meinen Felgenkatalog besuchen darf. Nein. Alles gut. Gut. Wir brauchen hier mal 4 Leute, die jetzt hier kommen. Herr Barton, okay. Das muss ich Ihnen vom Casino-Konto später überweisen. Das kriegen Sie vom Diamonds Casino, nicht von mir. Ach so, ja. Deswegen stellen Sie mir bitte auch die Rechnung zu. Mit 400.000 pro Fahrzeug. Hatten Sie nicht gesagt, Herr Steinfeld macht das fertig? Hat denn? Ach so. Scheiße. Sie haben ja gesagt, Sie lassen das von der Steinfeld fertig machen. Ja, der ist so der Papierkram. Gut, Moment. Was rechnest du denn jetzt für einen Preis ab bei den Dingern? Steini. Ach, Steini, damit gehst du echt ans Telefon. Steinfeld, pass auf. Wir bescheißen das Casino. Also, Kurzfassung. Wir kaufen 4 Escalades. Für das Diamonds Casino. Ist nicht übertrieben. Alter, bist du erkältet? Nein, überhaupt nicht. Meine Stimme ist völlig normal. Was ist denn los bei dir? Boah, wie klingst du denn? Wir kaufen 4 Escalades.
Barton kriegt dafür für 220.000 pro Stück. Wir brauchen allerdings einmal gefälschte Rechnungen über 400.000 das Stück. Ernsthaft? Ja gut, Na klar, ernsthaft. Mhm. Von nix kommt nix, oder? 400.000 ist ein völlig legitimer Preis für so ein Escalade. Schließlich brauchen wir Dienstfahrzeuge. Ja. Dann können wir dem Bart noch 250 das Stück geben. Luis? Kriegst du das hin, da was fertig zu machen? Wieso fragst du ja, den? Ja klar, wir müssen uns halt absichern. Barton gegenüber, dass der dann nicht den ganzen Betrag fordert hinterher nochmal, aber ja. Ruf mal Steinfeld an. Herr Barton wird da nicht hinterher... Nein. Das ist tatsächlich nicht das Problem. Ja gut, also letztlich einfach nur ein Kaufvertrag. Genau. Mhm, gut, mache ich. Super, danke. Das heißt, ich fahre auch gleich mal hin. Ja, wir kommen jetzt gleich aber sonst zum Casino. Okay, die Sicherheit ist krass losgefahren. Ja, die holen gerade die Fahrzeuge ab. Okay. Super, bis gleich. Bis gleich. Herr Barton, wenn sich Batman bei Ihnen meldet, bezüglich der Kaufverträge, das ist Steinfeld. Okay. Will ich wissen, warum Batman? Das werden Sie verstehen gleich. Okay. Ich glaube, wir brauchen keine Sicherheitsklauseln extra einführen jetzt, was sie davon abhält, am Ende den Gesamtbetrag bei uns zu fordern, oder? Nein, das hat andersrum ja auch funktioniert. Also, das hat mit dem Büro andersrum funktioniert, also warum sollte das jetzt nicht funktionieren? Genau, das dachte ich mir, das habe ich Steinfeld auch gerade gesagt. Also, Batmanfeld. Sie werden gleich hören, was ich meine. So, du hast jetzt zwei, ich habe jetzt zwei, Luis. Ja, dann einmal, dann verteilen wir einmal Schlüssel und dann... Dann Schlüssel haben alle sie. Okay. So, wer ist denn frei, jeweils einen zu fahren? Sie sind da jetzt nicht nur zu zweit gekommen, oder? Ne, zu dritt sind wir gekommen. Die Easy, die Frau Flowers ist noch draußen. Ach so, stimmt, Luis, du kannst ja auch einfahren. Hey, ich muss aber mal das Verlosungsding kommen. 1, 2, 3, 4, dann steht mein Pagani hier. Schönen Abend. Ich hab gesagt, vier Leute sollen kommen. Ja, wir sind aber, wie sollen wir runterkommen? Das ist die Frage. Dann hätte da einen von dem Ambiente-Service noch mitgenommen oder Katara oder was weiß ich. Ja, Katara ist als einzige oben geblieben. Okay. Ja, du musst. Achso, die kommen gleich. Wer fährt den jetzt gerade? In dem sitzt einer. Das heißt, Frau Flaus, Sie können auch einen fahren, ja? Wir fahren einfach eben nochmal runter. Das ist kein Thema. Wie gesagt, dann fahren wir, wie Daniel sagt, fahren wir einfach runter. Ja, Moment, dann ich gebe Ihnen nochmal einen Schlüssel. Moment. Warum habe ich denn jetzt von vier Stücken Schlüssel, Barton? Gib doch weil einfach, ich Ihnen alle acht Schlüssel gegeben habe. Gib da einfach irgendwem einen Schlüssel und wir fahren die jetzt alle mal zusammen dann anmelden. Damit wir nicht durcheinander kommen. Da ein Schlüssel. Der Anschlüsse. Gucken Sie mal für welche Fahrzeuge. Ja. Oh, ist das belastend. Ja. Du solltest mal kurz einen Bonbon lutschen. Ach nee, ja. Oder? Nee, da, also nicht so, dass wie immer. Nee, sie spielt einfach nur ein bisschen Batman. Ja, so Terminator. Das scheint vielleicht aber ansteckend. Ja. Also muss ich einen Bonbon lutschen oder nicht? Ja, solltest du mal. Ja. Du bist gerade nicht Batman, du bist Terminator. Ja. Das kann auch nicht jeder. Das ist richtig. Frau Flaus, sind Sie frei, auch ein Auto zu nehmen? Tut mir leid, aber ich glaube... Gib ihr einfach einen Schlüssel und dann gibst du mir auch einen Schlüssel. Und das war doch die Frage! Ist ja, man versteht dich halt null. Ja, das ist ja nicht mein Problem! Ah! Danke. Ich hab meinen kompletten Rechner neu gemacht. Schlurdoppelpunkt 3.
Wegen dieser scheiß TS-Problematik habe ich meinen kompletten PC formatiert. Die ganze Scheiße neu aufgesetzt. Heute ist nicht nur nicht mein Tag, Chat. Heute läuft alles schief. Alles. Ausnahmslos alles. So, sind alle von den Autos unterwegs? Die Autos sind gerade alle raus, ja. Okay. Ja, dann kommt Bedfeld gleich vorbei bezüglich der Verträge. Okay, alles klar. Der sollte gleich auf dem Weg sein. Und nicht lachen, ja. Nicht erschrecken. Ich hab auch nicht gefragt, was er angestellt hat, aber... Oh. Es ist amüsant, auf jeden Fall. Okay. Ja. Hier, schenke ich ihn. Dankeschön, dann wird meine Spielsucht wieder angekurbelt. Optimal. Gut, wenn ich im Casino lande. Leute, die Geld haben, sind im Casino immer herzlich willkommen. Gut, dann fahre ich mal den Pagani vor. Wenn irgendwas ist, Herr Barton, melden Sie sich. Und wenn Sie was von dem Vogel hören, melden Sie sich bitte auch. Mach ich. Alles klar. Ach so, Herr Barton. Wenn sich mal um wen gekümmert werden muss, ne? So, unter von Geschäftsmann zu Geschäftsmann. Mhm. Sagen Sie Bescheid, Sie haben ein Gut. Ja, yes, dankeschön. Dann muss ich die Leute dann nicht selber anrufen. Mhm. Ich glaube, die Tür müsste noch auf sein, ich weiß es nicht so genau. Yep. Ja. Super. Ich danke erstmal. Bis später, Herr Barton. Yep. Jo. Wir sind beim Anmelden. Yep, ich komme da hin. Super. Die anderen beiden habe ich nämlich schon angemeldet, fehlen noch deine beiden. Ach so, ich muss sie anmelden, ne? Ja, ja, genau. Ja, ich bin sofort da. Alles klar, alles gleich. Ich bin gespannt, was Hernandez gleich will. Ach ne, hier ist Schlüsseldienst. Oh, ich verwechsel das immer. Ja, Aztekasot, Entschuldigung. Schlafen den noch. Da. Adleraugen. Hab ich's gespottet, wo ich hin muss. Was geht ab, Macke? Guten Tag. So. SEC 5 und SEC 6. SEC 5 und SEC 6. 5 oder 05? Nur 5. Super. Perfekt. Fahren wir einmal zum Casino, oder? Dann bringen wir die zum Casino, ja.
Abend. Nee, nee, Macke, gegen dich schieße ich nicht. Du nennst mich nachher nur Fanboy und Schwanz. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ach, Herr Batters oder Herr Sommer, ich weiß immer nicht bei Ihnen. Ja, war es gar nicht gutes Wissen. Kommen Sie mal auf Seite bitte kurz. Einfach mal hier hinter das Fahrzeug. Guten Tag. Geht das? Ja. Ja. Gut. Ich weiß nicht, was die Position gerade für eine Rolle spielt. Ja, ich wollte nicht unbedingt, dass die Leute hier, die ja beim Durchgehen dazu alles mitbekommen. Aber ist okay. Ja, wir sind hinterher gefahren, sind in der Stadt über eine rote Ampel gefahren, ne? Jetzt beim Rausfahren Richtung Highway. Das war eine markierte Kolonnenfahrt. Möglich. Eine markierte Kolonnenfahrt. Mhm. Und inwiefern dürfen Sie das? Also nur Interesse halber. Haben Sie da irgendeinen Schein dafür, eine Genehmigung? Oder, also wenn Sie das jetzt mit einbinden... Steinfeld! Kolonnenfahrt! Gedöns! Komm, erklär den mal hier, Kolonne gedöns. Verstehe ich selber nicht. Steinfeld erklärt das. Okay. Hallo. Guten Abend. Alter, was ist denn mit dir? Ja, das habe ich doch gesagt. Er ist, weiß ich nicht, er hat mit Batman irgendwas am Laufen. Ja. Haben Sie einen Subwoofer gegessen? Noch nicht. Er hat gesoffen. Ah ja. Gesoffen. Aber ich mag, wie Sie denken. Okay. Ja. Super. So, jetzt erklären Sie mir mal, was eine markierte Kolonnenfahrt ist. Erklären Sie mal, mir mal Ihr Anliegen. Weswegen fragen Sie das Ganze? Wie das davon entbindet, die StVO zu beachten. Wir wissen, was eine Kolonnenfahrt ist. Richtig. Ja. Sind mehrere Fahrzeuge nacheinander. Ja, dann ist ja alles geklärt. Und die Sache, ja, und wer gibt Ihnen das Recht, eine zu machen? Das ist die Frage. Also Kolonnenfahrten also sind ja bei der Polizei... Ampeln zu fahren in der Kolonne. Genau. Sind ja bei der Polizei erlaubt oder Feuerwehr hat das Recht dazu. Ja, und Ihre konkrete Frage ist wahrscheinlich zu etwas, was gerade eben vorgefallen ist. Ja, richtig. Wir haben ging darum um eine rote Ampel. Wir haben gefragt, warum der Herr da rübergefahren ist. Oder die Herrschaften, es waren ja mehrere Autos. Da wurde uns entgegengebracht, dass es sich um eine Kolonnenfahrt handelt. Jetzt möchten wir wissen, warum eine Kolonnenfahrt zustande gekommen ist. Oder ob sie dafür eine Bescheinigung haben, sowas zu machen. Also dann über rote Ampel zu fahren oder StVO-Gedelikte sozusagen zu begehen. Also das Ganze ist jetzt gerade noch in Klärung bei der Justiz. Das Ganze erfolgt insbesondere bei Übungen oder bei... Gefahrensituation. Okay. Aber ja, das ist. Und das haben Sie bei der Justiz schon eingereicht oder geklärt? Ja, ja. Wo ist eigentlich der goldene Rolls? Also, das ist quasi. In der Garage. Das hat mit dem Sicherheitsdienst zu tun. Genau, ja. Ja. Wenn aber kein Notfall vorliegt, wird die Kolonne aber normalerweise, so kenne ich das zumindest, ich kann schon mal halten die an roten Ampeln. Rolls holen, ja. Scheinfeld hat ja alles. Ja, wenn die am Anfang. Die erste wenn ich, rot wenn ist, ich irgendwas zahlen muss, ruf mich schnell an, ich bin direkt wieder da. Aha, und wenn nur das Auto aus der Garage nicht rot ist, dann? Ja. Ja, wenn die nicht rot ist, dann ist die entweder gelb oder grün und wir wissen alle, was wir da machen dürfen. Die Zeit, die rennt sehr komplex. Steinfeld ist der Boss, oder? Oh, ich schwitze an dem Blut dran. Motor noch ausmachen. Mein Gott! Gott!
Ah, ist out. Alles gut. Geschlossen ist, wenn wir sicherlich derartiges nicht nochmal vorkommen. Ja. So. Polizeistreife über eine rote Ampel einfach vorbeiziehen. Ja, beziehungsweise, das kann ich jetzt schwer bewerten. Ich war ja in der Einzelsituation nicht dabei, aber wie gesagt, da vielen Dank, dass ihr es darauf aufmerksam gemacht habt. Wir werden das Ganze dann nochmal mit dem ACLS im Detail besprechen und vielleicht auch mit ihren Sicherheitskräften. Können wir. Ja, wie gesagt, die Sicherheitskräfte werden vorbeigeschickt. Ich persönlich werde da nichts besprechen. Das ist bei mir sowieso auf verlorenem Posten. Gut, aber nochmal darauf zurückzukommen. Sie haben das Ganze jetzt nur beantragt, aber noch kein offizielles Schreiben, dass sie das dürfen. Wir haben schon die Zusage, dass wir das bekommen werden, aber die brauchen noch Zeit. Eine mündliche nehme ich da an. Wie bitte? Eine mündliche oder eine schriftliche? Mündlich. Von? Herrn Newman. Herr Newman, okay, alles klar. Gut, dann bitte ich Sie jetzt nochmal, ne, auch an die Fahrer hier gerichtet, waren ja ein paar mehr tatsächlich. Ja, ich würde Sie ja offiziell verwarnen, beziehungsweise weil Sie ja noch keinen Schein vorliegen haben und sich bitte schnellstmöglich dann so ein Schriftstück von der Justiz irgendwie besorgen zu lassen. Ja. Aber selbstverständlich. Ich werde direkt gleich noch. Gut, dann drücken wir hier mal ein Auge zu, weil diese mündlichen Absprachen sind immer schwierig für uns nachzuvollziehen, wenn wir keinen Schein haben oder Sie keinen Schein haben, damit wir dementsprechend das komplett prüfen oder nachvollziehen können. Sollten Sie das so lange eigentlich unterlassen tatsächlich, ja? Ja, da haben Sie recht. Okay, gut. Dann fühlen Sie sich jetzt hier mündlich verwarnt und dann würde ich Ihnen Herrn noch einen schönen Abend wünschen. Ebenso. Wir fühlen uns mündlich verwarnt. Fühlen Sie sich ernst genommen. Ich wünsche was. Ja, danke schön. Dankeschön. Ja. Aber genau darum geht's ja. Völlig richtig. Herr Chamber, müssen Sie jetzt noch runtergefahren werden einmal? Oh Gott, wie gut. Ja, der Herr Chamber steigt bei mir ein und wir fahren einmal in der Kolonne runter, ne? Das würde ich doch mal sagen. Wir verstehen. Soll man nicht erstmal unseren Termin machen mit der Kolonne? Ist doch erst um 9. Nee, die sind schon parat, glaube ich. Ja, dann fahren wir da einmal an. Mit 4? Ja, mit allem, was wir haben. Was macht ihr? Steig einfach rein. Okay. Das weiß ich selber nicht. Ich habe einen Treffpunkt bekommen. Ich fahre mir einfach gleich hinterher. Ja, willst du dann nicht in ein Kolonnenfahrzeug für vorne einsteigen, auf dem Beifahrersitz und den Lotsen? Nee. Okay. Fahr nicht so schnell. Nee. Ich fahr einfach als erstes und du bist die very important person, die in der Mitte fährt. Ja. Zum Fick fahren wir hin.
Und warum zum Fick fahren wir wohin, wo auch immer wir hinfahren? Vater ist immer noch angepisst auf Fernandes. Also grundlos, der ist manchmal einfach, muss Butters auf irgendjemanden angepisst sein, sonst wäre es nicht Butters. Aha. Daniel. Hola di Battas. Hola di Steinfeld. Hola di Luis. Schön, dass ihr hier seid, und meiner Einladung gefolgt seid. Butters, du warst vorhin ein wenig verstimmt, ne? Das war nicht meine Absicht, mein Freund. Du bist... Ja, ich bin immer noch angepisst auf den Sein, aber ich muss schmunzeln. Ich kann hier... Okay. Scheiße. Schön, dass ihr da seid. Wir haben ein bisschen Geschäfte zu besprechen, ne? Lass dich begrüßen. Komm her, Luis. Mua, mua. Mua. Steinfeld, mua, mua. Und Butters, mein Bester, lass dich in den Arm nehmen, ne? Mua, mua. Okay, genug Behinderung. Komm mal hier zusammen hier. Bist du, wie du bist? Ich bin der Mafioso, Komm hier unter die Lampe. Also ich mag's. Wir haben eine Kleinigkeit zu besprechen, die ein bisschen delikat ist. Möchtest du deine Security-Menschen ein Stück finden, weiter nach außen stellen vielleicht? Meinst du nicht, da sind die weit genug weg? Doch, müsste eigentlich weit genug sein. Okay. Das Ding ist halt, ich wollte das weder... erschossen? Nein, wir sind einfach nur zur Absicherung hier. Ich wollte das cool aufziehen und so, weißt du, so mit Style Faktor und so, überall bewaffnete Leute und das war ein bisschen geil. Wäre Alessio da gewesen, wäre es noch ein bisschen geiler gewesen. Ja, ich bin deswegen traurig, dass er nicht da ist. Deswegen haben wir auch gesagt 9 Uhr. Ja, eben, wir wollten, dass Alessio nachher noch eventuell dazukommt. Und dass es dunkel ist. Richtig, das wäre nochmal cooler gewesen, wenn es komplett dunkel gewesen wäre. Hier so unter der Lampe und so. Ne? Aber da du ja so auf... Ne, machen wir nicht. Du warst heute eine kleine Prinzessin, ehrlich gesagt. Ja, ich wäre gleich noch eine Prinzessin. Warum sind wir hier? Pass auf, es gibt ein Thema... was vor einer Weile schon mal im Gespräch war und was aber wieder verworfen wurde. Was aber in meinen Augen immer noch ein ziemlich wichtiges Thema ist. Ich bin ganz ohr. Du hast selber mitgekriegt, wie die Situation mit den Coppers momentan in der Stadt ist. Die Coppers sind alle super angespannt und super abgefuckt, weil die ständig von allen Parteien irgendwie hochgenommen werden, weil jeder irgendwie an Waffen rankommen will. Mhm. Untereinander, die Gangs beballern sich täglich mit was weiß ich nicht allem an Waffen. Ne? Und das Ding ist aber, an Waffen, an größere Waffen als Pistolen, kommst du halt so gut wie nicht ran. Ne? Frag mal Luis, der hat versucht für euren Deal da mit den Coppers ein paar Waffen aufzutreiben. Ne? Ich hab versucht für Luis ein paar Waffen aufzutreiben. Ne? Ja, wir waren an was ganz Großem dran, aber das, naja... Das ist im Sande verlaufen. Ja, was heißt im Sande verlaufen? Das hatte Schwierigkeiten. Ja, und ich finde, es ist so viel Gras über die Sache gewachsen, dass man vielleicht nochmal darüber reden könnte. Du hast die Kontakte, Butters. Verstehe mich nicht falsch. Ich möchte mich selber gar nicht in das Geschäft einmischen. Ich will da nichts mit zu tun haben. Ich will nur Waffen kaufen können am Ende. Aber siehst du, die Waffen, die meine Jungs hier gerade haben alle? Mhm. Wir sind eine verdammt gut aufgestellte Truppe. Und das ist alles, was wir haben. Die Problematik ist, Rosse, wir haben uns über diese Thematik sehr, 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 sehr viele Gedanken gemacht. Weil wir eigentlich gedacht haben,
dass wir ganz Großes machen und ganz, ganz, ganz tief in diesen Bereich einsteigen. Am Ende wären wir nicht die gewesen, die irgendwas gemacht hätten. Wir wären nur die Organisatoren von dem ganzen Spiel gewesen. Aber wir haben uns sehr viele Gedanken darum gemacht. Und es gibt ein Problem bei dem Ganzen. Du musst die ganze Geschichte super vorsichtig angehen. Wir hatten einen Kontakt oder einen Lieferanten, welcher eigentlich mit einem Schiff anlegen wollte. Und das Ganze gestaltete sich nicht so einfach am Ende. Wir haben als Bürgermeister damals, ich weiß nicht, wie viel du darüber weißt, aber die Geschichte erzählt, oben auf drüber ging. Genau, richtig, oben auf den Inseln, ja, um ein bisschen den Hafenbereich freizukriegen und so weiter. Das hat alles blendend funktioniert. Alle Vorbereitungen waren getroffen, nur das Schiff ist nicht angelegt. Die Problematik, die ich so ein bisschen habe oder wo wir uns damals sehr viele Gedanken drum gemacht haben, ist, die Waffen, die wir im Zweifel über Kontakte und so weiter einführen, sind die Waffen, die am Ende auch gegen uns gerichtet werden. Und aktuell herrscht hier, ich nenne es mal, Gleichgewicht. Aber stell dir vor, die geraten in die falschen Hände. Stell dir vor, das Schiff liegt an, die Lieferung kommt und wir haben wirklich, wir haben alles. Alles ist von vorne bis hinten durchgeplant. Stell dir vor, mit der Lieferung geht irgendwas schief. Wir kriegen eine falsche Lieferung. Wir wissen am Ende nicht, was drin ist. Gerade bei so, ja, zwielichtiger Ware. Am Ende liegt dort Scheiß drin, was in Hände gerät, die das Ganze gegen uns richten, und dann ist vorbei, weil die Leute Kaliber anfangen, gegen uns zu richten, gegen das wir uns nicht verteidigen können. Stell dir vor, nur mal ganz dumm, stell dir vor, die Vasan-Truppe, die mittlerweile 20, 25 Leute sind, totale Idioten. Aber stell dir vor, die ganzen Affen haben eine AK-47 in der Hand. 25 Leute mit einer AK-47 können die größten Idioten sein. Es sind immer noch 25 Leute mit einer AK-47. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß das. Ich weiß das besser als jeder andere. Ich habe mit der AK schon die Krebs, die Hälfte von denen alleine fast ausgelöscht bei der Schießerei. Ja. Und jetzt stell dir vor, ihr steht alle auf dem Hof, ihr denkt an nichts. Und auf einmal kommen 25 Affen mit AK-47 auf euch zu. Und dann? Ja, man müsste halt gucken, ja. Das Spiel ist super gefährlich. Das ist super gefährlich. Wir haben damals, wir sind hergegangen, weil wir unsere Finger in dem Spiel haben wollten, ohne dafür belangt werden zu können. Wir haben versucht, uns jemanden ranzuzüchten, welcher den Vertrieb übernehmen kann. Ah, ich weiß, Frankie war ein Fehlgriff, hm? Und wir haben sehr lange überlegt, die ganze Zeit. Wir haben geguckt, wer kann es machen, wo fällt es am Ende nicht auf uns zurück, wer kriegt am Ende keinen Höhenflug, weil er mit super hohen Summen hantiert, wer ist derjenige, der das am Ende nicht in die eigene Hand nimmt und in die eigene Tasche wirtschaftet und so weiter und so weiter. Und dann sind wir damals an Italiano gekommen. Und du weißt selber, wie das ausgegangen ist. Du weißt selber, wie sehr uns der Typ fast das Genick gebrochen hätte und wie falsch es gewesen ist, den als Händler einzusetzen. Ja, und ich weiß das. Da kommt nämlich das Nächste. Wirst du im Staat grundsätzlich, nicht nur von Cops, egal von wem, wirst du als Händler entlarvt, hast du ein Problem. Hast du ein Scheißproblem. Nee, auf jeden Fall, ne? Es gibt nicht viele Leute, die das machen können, ohne dass am Ende der ganze Staat gegen dich ist. Ihr habt im Moment beispielsweise als Crusader, ihr habt keine Schwierigkeiten, weil dafür seid ihr zu stark. Oh, wir haben keine Schwierigkeiten. Ja, aber was glaubst du, was ihr für Schwierigkeiten habt, wenn der ganze Staat weiß, dass ihr auf einem Arsch voll Waffen sitzt, die man da nur rausholen braucht? No, darum geht es gar nicht. Wir wollen das Geschäft gar nicht haben. Ja? Das Ding ist halt,
es geht mir darum, dass man vielleicht wieder anfängt, sich zumindest mal Gedanken darüber zu machen. Ne? Mhm. Dass man überlegt, gibt es Leute, denen man diese ganze Verantwortung tatsächlich anvertrauen würde, die mal, weiß ich nicht, Wochen, Monate vorher abcheckt, ne? Und sich die mal anguckt, damit nicht sowas wie bei Frankie passiert. Ne? Solche das, Sachen. Ne? Das Problem ist, also ich fühle deinen Punkt tatsächlich. Und ich fand's sehr schade, wie das damals gelaufen ist. Es gab super lange Pläne, es gab stundenlange Gespräche darüber. Alles stand. Und dann am Ende wurde alles finalisiert. Es ist so gewesen, dass oben die Felder liefen, der Hafen war frei. Und das Letzte, was uns das Genick brechen kann, ist der Vertriebler gewesen und der Vertriebler bricht uns das Genick. Schwierig. Das Problem ist, du gibst jemandem damit eine Machtposition, die größer nicht sein könnte. Und es ist sehr schwer, jemanden zu finden, dem du zu 100% vertraust und von dem du weißt, dass er, wenn du ihm diese Position gibst, er nicht vollkommen abdreht auf einmal. Oder auf einmal denkt, er wäre hier der Fädenzieher. Und jemand, der in der Lage ist, so verdeckt zu arbeiten, dass er nicht entweder tot ist oder im Knast. Das Ding ist, ich kenne viele Leute noch von früher. Zu meinen Kartellzeiten habe ich mit vielen Leuten Kontakt gehabt, die eben genau das tun, Waffenhandel. Die das eben können und so weiter und so fort. Vielleicht kann ich versuchen, einige alte Kontakte zu reaktivieren und sie dir zumindest mal vorzustellen. Ich sag dir so, wir werden nicht abgeneigt davon. Ich rede auch gar nicht davon, jetzt alles Hals über Kopf zu machen. Nein, man langsam sich mal Gedanken dazu macht, vielleicht könnten wir das nochmal angehen, wenn alles passt. Aber das braucht natürlich Vorbereitungszeit über Wochen und Monate. Und warum nicht jetzt damit anfangen, sich zumindest schon mal Gedanken darum zu machen? Die Idee finde ich sehr gut. Wie gesagt, wir haben damals sehr intensiv daran festgehalten. Die Idee ist sehr, sehr gut. Nur wer auch immer es im Zweifel werden könnte, muss über einen längeren Zeitraum auf Herz und Nieren geprüft werden. Ja, das ist ja das, was ich sagte. Ich möchte auch gar nicht für mich die Lorbeeren abstauben. Also Louis und ich haben da gestern drüber gesprochen und wir hatten zusammen quasi die Idee, das mal anzusprechen. Und nachher haben wir dann irgendwie eine coole Location gesucht und so. Und das hier fanden wir ganz nice und wir dachten, wir überraschen dich ein bisschen. Und dann hast du mir fast das Herz gebrochen, als du eine Prinzessin warst vorhin. Ihm auch. Ja. Aber wir haben uns aber auch grundsätzlich mal gestern darüber unterhalten. Ich meine, du hast jetzt direkt natürlich Großkaliber in den Raum geworfen. Aber wir haben eher so gedacht, dass wir uns vielleicht irgendwie mal schauen, dass wir ein paar Uzis oder sowas rankriegen. Ja, die Cops sind im Vorteil natürlich mit ihren MPs. So, wir hätten dann auch was, so mit Uzis und so eine kleine Kacke. Ich rede gar nicht von AKs oder Sturmgewehren oder so einer Scheiße. Ich rede von sowas, was Leo da hinten beispielsweise hat vielleicht. So eine Präzisionspistole, Einzellader, so krass ist die gar nicht, ja? Und Uzis, so kleine Dinger. Oder so kleine Uzis, weißt du? Wie cool wäre das? Stell dir das mal bitte vor. So ein Konvoi von Bikern, die auf ihren Bikes irgendwo vorbeifahren, dann an der Ganghut und mit Uzis ein Drive-By machen. So. Wie cool wäre das bitte? Ich glaube, Uzis standen sogar damals mit auf dem Lieferschein, oder? Nee, ja. Ich rede gar nicht von Raketenwerfern und was weiß ich nicht. Ne? Ich rede von Kleinkram, ne? Weil wenn du zu krass rangehst und, sag ich mal, was weiß ich, Sturmgewehre, LMGs oder sowas mit in den Start bringst, Alter, dann ratieren die Cops aber komplett, hä? Dann rüsten die aber auch sowas von auf. Ich rede von Waffen, mit denen man sich gegen die Cops wehren kann, mit denen man gegen die Waffen der Cops ankommt, weil wenn du dir so den Platz anguckst oder so, glaub mir, die haben mehr Waffen als wir, hä? Wir sind echt gut aufgestellt, aber die haben mehr als wir. Oder guck dir mal die neuen Gangs an, die USG, die gelben, die haben gar nichts an Waffen. Die kommen da auch nicht ran so einfach, weil du weißt selber, wie momentan die Kopplage ist. Die können sich nicht verteidigen. Hm.
Ja, stimmt. Und also ich meine, am Ende, um es aus geschäftlicher Sicht zu sehen, ist es natürlich ein lukrativer Zweig, den wir schon sehr lange in Erwägung ziehen. Also ich glaube mittlerweile seit einem Jahr oder so. Aber wir haben, also ich glaube, ohne dass wir je darüber gesprochen haben, aber ich glaube, das, warum wir damals davon abgelassen haben, dem überhaupt nachzugehen, ist der Reinfall mit Taliano damals. Weil es so unglaublich schwer ist, jemanden zu finden, dem du diese Position zutrauen kannst. Definitiv. Und wir hatten die perfekten Pläne mit Vertrieb, mit Aztecas Palace, mit allem, wirklich allem drum und dran, was dazugehört. Alles. Pass auf, ich versuche das mal. Ich versuche mal ein paar alte Kontakte zu akquirieren und dann mache ich euch miteinander bekannt. Schau, was du machen kannst. Das, wir sind da nicht abgeneigt, aber du musst dir sicher sein, wir werden diejenigen härter testen, wie wir Taliano getestet haben, aufgrund dessen, dass wir so aufs Maul gefallen sind. Ich sehe, und ich werde auch dafür, die anders zu testen. Das wird verdammt schmerzhaft. Sehr, 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 sehr schmerzhaft. Stell dir die Jungs von meinem Kaliber vor. Glaubst du, ich würde solche Tests bestehen? Überleben? Das Problem ist, Jose, dass die Leute, die dir sowas antun, wirst du immer für das, was dir angetan wurde, verantwortlich machen. Und das ist normal und das kann ich nachvollziehen. Nur die Leute, die dir das in dem Fall antun, sind die Leute, mit denen du dann zusammenarbeiten musst. Ja, ich weiß das. Das ist der Knackpunkt in der Sache. Ob du das überstehst und ob du das durchhalten würdest, ist halt das eine. Aber der Hass und die Wut, die du dabei oder danach empfinden wirst, automatisch. Da ist die Frage... Ich bin auch ein Psychopath. Ja, du. Aber da ist halt auch bei jedem anderen die Frage, ob das was ist, was jemand anders runterschlucken kann, das nachvollziehen kann, warum das Ganze geschehen ist, wie es geschehen ist, um dann mit demjenigen, der schuld ist, dass das mit dir passiert ist, um mit demjenigen noch gemeinsam Geschäfte zu machen. Das ist nicht einfach. Das werden wir prüfen müssen. Ja. Nur im Zweifel baue ich mir damit meine größte Gefahr auf. Und das heißt, nur weil ich das getestet habe, ist das jemand, den ich im Zweifel umlegen muss. Ja, wir hatten quasi noch ein bisschen unschuldig. Ich töte keine Unschuldigen. Ich schon. Yeah. Wir haben aber gestern auch noch ein bisschen rumgespinnt und Posse kann es nicht machen, er ist zu neutral. Was bin ich? Zu unneutral. Ja. Posse meinte, dann müssten wir es halt übernehmen. Mm-mm. Wo ich auf aber absolut Fall. Die Gefahr sehe. Auf gar keinen Fall. Ja. Niemals. Unter keinen Umständen. Ja, wie gesagt, das waren Rumspinnereien. Aber wie gesagt, mir schweben da ein, zwei alte Kontakte vor. Hm? Ja. Sprich mit denen, stell uns die gerne vor, wir unterhalten uns gerne mit denen. Wir brauchen dann nur eure Unterstützung beim auf Herz und Nieren prüfen. Jederzeit, ja. Weil das ist keine Sache, die du innerhalb von 3 Tagen entscheidest. Das ist ja mir bewusst, deswegen habe ich gesagt, lass es uns jetzt zumindest schon mal anfangen durchzudenken, weil das wird seine Zeit brauchen, dieser Prozess. Ja, klar, natürlich. Wie gesagt, ich bin grundsätzlich nicht davon abgeneigt. Das ist was, wo wir seit einem Jahr hinterher sind. Was wir nur so ein bisschen aus dem Auge verloren haben aufgrund anderer Projekte und eben aufgrund negativer Erfahrungen. Ich habe mir übrigens für diesen coolen Eindruck hier extra einen scheiß Anzug angezogen. Ne? Extra den guten Nadelstreifenanzug, Mann. Ich sehe es, aber irgendwie macht der fett. Hallo, was soll das denn heißen? Das ist nicht der Anzug. Nee. Hätte es aber irgendwie noch mehr gefühlt, hätten wir es im Dunkeln gemacht. Ja, aber da gab es ja Sisi, die früh ins Bett muss heute Nacht im Schloss. Was soll das denn heißen? Nix, alles gut. Okay, machen wir so. Ich melde mich, wenn ich was weiß. Und ihr macht euch schon mal Gedanken. Ja, macht das und dann... Gut, wir müssen jetzt noch stark verkloppen gehen. Wieso?
Er hat gerade ein Date für Flavia, für den Plan mit der Crown und ne, wir haben das abgesprochen mit Flavia, wir gehen da nachher hin und ich schieb voll Krawall, weil der ein Date mit meiner kleinen Schwester hat und so ein Scheiß, weißt du. Warte mal, Stark hat ein Date mit Flavia. Ja, richtig. Das ist witzig, ich habe vorhin noch mit Rabe telefoniert und der sagt, er muss jetzt los wegen einem Date für Stark. Darauf sagte ich noch, mit wem hat Stark denn ein Date? Mit einer Pflanze oder was? Witzig. Oh Gott. Okay, alles klar. Dann machen wir uns vom Acker. Ihr macht euch vom Acker und wir treffen uns die Tage. Warte mal. Dieses Treffen hat nicht stattgefunden. Ihr fahrt aber nicht jetzt zu Stark, oder? Nein, wir gehen erst unseren Scheiß wegpacken. Weil das ziemlich witzig wäre, wenn wir alle einmal zu Stark fahren würden, würden den einmal komplett umstellen. Ja, das ist der Plan. Dann lass mit uns doch Waffen. Gleich auf dem Mirrorparkplatz treffen. Nein, doch nicht mit den Waffen, Alter. Wenn nein, kommst, wirklich dann pack doch klar, wir stellen eine Falle. Die Waffen weg. Und dann lass uns doch mitkommen. Wir haben gerade einen ziemlich coolen Konvoi. Ja, cool. Treffen uns gleich in der Mirrorpark, ja? Okay. Alles klar, machen wir. Cool, bis gleich. Über alles andere sprechen wir später noch, Luis Steinfeld, ne? Ja. Sag mir, dass das cool war. Bist du eigentlich damals in dem Plan mit drin gewesen, Steinfeld? Nein. herzlich willkommen auf der ganz dunklen Seite. Mirror Park Garage. Jo. Ich dachte nur, meine Stimme ist angegriffen, aber so das Gefühl. Also jetzt gerade zwischendrin auf der Fahrt nochmal einen Vertrag aufgesetzt. Ich denke wirklich langsam. Hast du gesoffen oder bist du erkältet? Muss ich das ausschließen? Nee. Vorgestern, aber daran liegt's eigentlich nicht. Also bist du. Also hast du gesoffen und bist erkältet. Du hast dich wahrscheinlich beim Saufen erkältet. Wahrscheinlich, ja. Ja, ich glaube, ich weiß sogar von wem ich mich angesteckt habe. Ich habe nur eine angestrengte Stimme. Das ist überhaupt nichts mit Erkältung und so weiter. Alles gut. Naja. Dann treffe ich morgen nochmal. Weg nochmal. Eine See, ja? So, so. Na, dann hoffe ich, dass du uns mal bekannt machst. Dinge, die nicht passieren werden für 400. Das war mal vor. Jetzt? Mirror Park. Mirror Park Garage. Ich überlege gerade, was man da in den Vertrag noch alles reinmachen könnte, aber also für den konkreten Fall jetzt, wenn man aus Daphne rauskommt. Ich habe auf jeden Fall reingeschrieben, dass es mit Vertragsabschluss schon eine Eigentumsübertragung gibt, was ungewöhnlich ist. Das sichert uns schon mal ab, aber waren wir mir noch nicht ganz sicher. Einen grundsätzlichen Vertrag habe ich aber schon. Das heißt, wenn du jetzt sagst, mit Barton ist kein Problem, dann sind wir schon fertig. Muss ich nur noch die Fahrzeugnummern eintragen. Alles klar. Seitdem die vier sind, fahren die irgendwie ein bisschen wirr durch die Gegend. Ja. War gar nicht, wer gerade fährt. So, wir warten jetzt einmal hier, bis es gleich weitergeht. Jo. Ich weiß noch nicht genau, was dann der Plan ist. Ich rauche aber mal ganz kurz hier ungestört eine Zigarette. Ne. Guck mal, Darkblatt, 22 Monate, Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, Basinga, für 3 Monate. Avalon, dankeschön für 20 Monate. Finnland, dankeschön für 4 Monate. Chudos, 11 Monate, dankeschön. Blackie Was Taken, danke für 8 Monate. White Muffin, 17 Monate. Danke. Tempuri, danke für 19 Monate. Falken Fizzle, dankeschön für 60 Euro. Vielen herzlichen Dank. Sheldon Cooper, danke für 15 Monate. Grummelinchen, dankeschön für deinen Prime-Sub. Fizzle, dankeschön für deinen Sub. Auch Floyd, danke für 15 Monate. Alex, 10 Euro, dankeschön. Uno, danke für 5 Monate. Tsunami, danke für 19 Monate. Melvin, dankeschön für deinen Sub. Nico, 2,50, vielen lieben herzlichen Dank. Ghost, danke für 22 Monate im 10er-Sub. Klings, danke für 13 Monate. My name is Benin, danke schön für 15 Monate. Der Bertel, 15 Monate, danke schön. Senior Pedro, danke schön für 14 Monate. Quinny, danke für 43 Monate. Warst du irgendwas? 8 Monate, danke schön. Optics, danke für 27. Zoon, danke schön für deinen Prime Sub. Flexonato, danke schön für 19 Monate. Vielen, vielen lieben herzlichen Dank für euren Support, Guys. Dankeschön. So, ich bin ganz kurz AFK. Ich gehe mich nochmal eben ganz kurz Pipi machen. Und dann geht's weiter. Die Palito, Bay. Die springen jetzt vom Mount Chiliad runter und landen in Palito mit dem Fallschirm, hm? Bitte was? Die landen vom Mount Chiliad runter nach Palito, fliegen die mit dem Fallschirm. Wann jetzt, oder was? Ja, ja, jetzt gleich. Wir fahren jetzt hoch nach Palito und suchen die dann da, hm? Ja, alles klar, auf geht's. Abfahrt. Ich muss auch gar nicht pinkeln oder so. Ich glaube, Luis ist gerade nochmal kurz losgegangen. Das versuche ich mal anzurufen und sag ihm, was der Plan ist. Fahren gerade nach Palito. Die sind da wohl. Okay, gut. Ich dachte, du wärst in Richtung gesehen. Okay. Ich glaube, Klein Stark wird sich ins Höschen scheißen. Okay. Ja. Mhm. Bisschen gesammelt fahren, würde ich sagen. Dann sieht das cooler aus, ne? Ja, da müsst ihr auf die SUVs warten. Was hast du gesagt? Da müsst ihr auf die SUVs warten. Ich glaube, die sind nicht ganz so schnell. Ja, ich sag ja, wir warten kurz. Die sind da, oder? Ja. Lass uns mal an der Tankstelle vor Palito Bay kurz anhalten und sammeln, dann frage ich Fluffy, wo genau die sind. Jo. Oh. Aber denk dran, dass du den nicht anrufst, wenn die am Fliegen ist. Ich habe eine SMS. Ja, Vorfeld. Ja. Differenzen. Ja gut. Es ging, also ich hatte ja mit Herrn Haller telefoniert, weil ich sie so aufgefasst hatte, dass ich das jetzt mit ihm klären wollte, weil sie bis Freitag nicht da wäre. Aber. Genau, ja gut, was ich zu Herrn Haller gemeint hatte, war natürlich das, oder mehr oder weniger das, was ich zu ihm auch schon gesagt hatte, dass eben in diesen Unterlagen diese Sachen nicht drinstehen, die Akte schon geschlossen war, das Ganze uneinsichtig war und dergleichen. Und, ich würde Ihnen ehrlich gesagt auch empfehlen, bei 2 Sozialstunden und 15.000 den Fall tatsächlich einzustellen, weil
die Sache ist in keinem Verhältnis zu der Zeit, ja, die hat sich die dieser Prozess jetzt schon auf sich genommen hat, ja, die dieser Prozess noch braucht. Ja, einer von den Security hat die ganze Kolonne. Ja gut, das Geld gecrashed. Ist sowieso egal. Ja. Keine Ahnung, ob der Kopfschmerzen hat oder so, aber der hat gerade 4 Autos gemacht. Ist egal. Bekommen sie. Ja. Die springen jetzt quasi, also die werden gleich irgendwann landen, warten wir einen kurzen Augenblick hier und fahren dann los, würde ich behaupten. Das ist jetzt ja, der John ist, aber gut, dann, der John ist zurückgefahren zum Casino, weil er kein Security da ist, er hat sich freiwillig gemeldet. Lass uns doch da parken, wo wir die Crips umgeballert haben. Ja, da vorne bei diesem Sandkreisel. Ja, ja. Machen wir. Fahr mal geradeaus hier. Ich kann die gleich rechts. Verbissenheit in dieser Sache nicht nachvollziehen. Und insbesondere in einer Sache, die frühestens im Dezember überhaupt verhandelbar ist. Der ja, Mercedes sieht nur bei mir so aus, Chat. Das ist, Ja gut, das Angebot ist ja auch noch auf dem Tisch, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, und das ist meine persönliche Meinung, dass ich da diese Verbissenheit nicht nachvollziehen kann. Autofahren müssen die Jungs noch üben. Wie lange fliegen wir so runter vom Mount Chiliad mit dem Fallschirm? Ja, diesen Keine Fall Ahnung. In dieser Weise abzuarbeiten. Insbesondere nachdem die Polizei da über 2 Monate alle möglichen Regeln gebrochen und Gesetze gebrochen hat und nichts produziert hat. Das müssen die absolut nur lernen, wie sie sich dann jetzt untereinander verständigen mit 4 Autos. Ist ja nicht so, als hätten wir jetzt 6 von den Dingern. Vielen Dank, Mercury Blackport, für 2 Monate. Ich hatte auch mal so einen. Einkommen, Dankeschön für 4 Monate. Dagbert 22, Dankeschön. Basinga, Dankeschön für 3. Vielen, vielen Dank für unseren Support, Guys. Dankeschön. Gehabt, ne? Ja, Freunde, bei 10.000 Subs gibt es 2 Stunden VR-Meditation am Stück. Aber ich habe den dann auch verkauft irgendwann und habe mir dann den X5 habe ich mir dann von dir geholt. Hast du den eigentlich noch? Ja, aber Steuergerät ist im Arsch. Oh. Oh. Irgendwann werden sie dafür eure Ersatzteile liefern, hoffentlich. Doch, in deinem Auto ist irgendwas nicht so ganz richtig, das knackt die ganze Zeit. Was die Cops jetzt wohl gerade gedacht haben, ne? Das dachte ich auch gerade, ja. Oh ja. Tops, danke für 3 Monate. Das knackt, sagst du? Ich denke, lass uns mal losfahren und gucken, wo die sind, ne? Ja, jetzt hat's aufgehört. Oder was bei dir? Cool. Ja, können wir gucken. Ja. Und ich sein, dass wir überhaupt mal. Wir telefonieren in aller Ruhe mit der Valve einfach. Das wäre schon ein Wunder. Aber gut. Ich muss hier nochmal in Gespräch wir telefonieren dann nochmal ein andermal. Ich werde das Ganze auch dann nochmal mit Herrn Chamber absprechen, wenn Sie sagen, der hat das ohnehin schon angenommen. Haben sich diese ganzen Überlegungen ohnehin erledigt. Und Da war sie doch, oder? Ja, sie ja, aber wo ist er? Da stehen schon wieder 40.000 Cops, ne? Ja, und lass sie doch da stehen. Ja. Ist er das vielleicht in dem Auto? Er war vorhin auch im Kamatsch unterwegs. Wir wollten gucken, was ihr macht. Flavia, du steigst sofort in mein beschissenes Auto ein. Oh oh. Was ist das hier? Ja, der ist da schon. Ist mal lauter, ich höre nichts. Ein zufällig spontanes Treffen. Habt ihr euch zufällig spontan an meinem Hof getroffen? Wie kommst du darauf? Weil meine Jungs mir erzählt haben, dass der Hampelmann dich vorhin abgeholt hat. Oh, ihr seid scheiß Petzen. Was wird das hier? Ganz ehrlich, führ dich doch nicht immer wie der große Babo. Die wollen ihm echt Angst machen, oder was? Ich bin nicht der große Babo, ich bin dein beschissen nochmal großer Bruder. Ui, und ich bin groß genug, um selber auf mich aufpassen zu können. Du steigst jetzt in meinen fucking Camacho ein, oder wir haben gleich ein richtiges Problem miteinander, hä? Warte am Auto.
auch schön. Stark, ich schwöre dir, lass deine scheiße Wichsgriffel von meiner kleinen Schwester. Ansonsten werde ich dich aufschlitzen und dich ausweiden. Hast du mich verstanden? Du hattest nichts Schlimmes vor. Du sollst lauter sprechen, habe ich gesagt. Du datest meine beschissene kleine Schwester, Alter. Ich habe dich für intelligenter gehalten, Stark. Ich habe gedacht, du hättest ein bisschen mehr im Kopf. Hm? Du hast doch nicht ernsthaft gedacht, dass ich einfach so daneben stehe und dabei ich schwöre dir, wenn du weiter flüsterst, Stark, schlitze ich dich hier sag auf der Stelle nichts. Aus. Wir haben gerade nichts gesagt, tatsächlich. Siehst du dieses Messer hier, Stark? Ja. Ich werde dich ausweiden. Hast du mich verstanden? Ja. Und jetzt wünsche ich dir einen angenehmen Abend. Ha? Verpiss dich. Zugepackt. Wir fahren nach Hause. Ha? Kann, dass sein Fahrzeug nicht angemeldet ist als Polizist. Und Stark, deine scheiß Karre ist nicht angemeldet. Ha? Wir reden, wenn wir zu Hause sind. Warum genau machen die dem Armen Angst? Tut mir voll leid, warum genau hat er soll er jetzt Angst haben? Das gehört mit zum Crown-Plan. Du ruf mal Fluffy mit ehrliche an. Meinung? Okay, warte, ich ruf sie mit an. Nein, ich hab Hernandez am Telefon. Schnell, schnell. Warte. Aber das hat wohl einen Plan. Moment. Dann kann Fluffy dir das selber eben kurz erklären, weil sie hat den Plan, nicht ich. Warum genau soll der so viel Angst haben, Flavia? Nun, das Problem ist, ich wollte, dass die Crown irgendwas organisiert, dass er was mit mir macht. Das hat er freiwillig schon gemacht. So, aber ich will ja an der Crown dranbleiben. Das heißt, ich musste mich heute mit ihm treffen. Und jetzt muss es so aussehen, als gäbe es Probleme, wenn ich mich in Zukunft mit ihm treffen will. Deswegen, ich mache mit der Frau Crown zusammen ein paar Pläne, wie ich Stark wieder treffen kann. Und so kommen wir hinten rum, ein bisschen kompliziert, aber anders geht es nicht, weil die Crown sich irgendwie allein nicht blicken lässt, an die Crown ran. Gar nicht so doof, der Plan. Aha. Nein, damit tut der ist doch ein bisschen leid, der war es ja nicht. Ja, vielleicht rufe ich ihn zumindest gerade einmal an. Der... Alter. Hättest du mir das nicht vorher sagen können, Rossi, was der Plan ist? Hab ich doch. Der Plan war super. Ja, nur dass der jetzt denkt, der hat ein Problem mit uns, Alter. Warum mit euch? Ruf ihn doch einfach an und sag ihm das. Ich will in der Konfi sein, ich will das zuhören. Oh, bitte, wey. Ich muss dem irgendwie sagen, dass er kein Problem mit uns hat. Okay, pass auf. Ich füge den jetzt in die Konferenz, aber ihr sagt keinen Ton. Nee, wir sind leise, ja. Moment, er blockiert anonyme Anrufe. Ich muss da raus machen. Moment. Hallo, Stark. Was, du willst mich aufschlitzen? Nein. Ich wollte nur nochmal anrufen, um dir mitzuteilen, dass ich dich natürlich nicht aufgeschlitzt hätte. Aber du weißt, ich stand mit den Crusadern da und was, ne? Das, wenn ich dann bei so einer Nummer nicht dahinter stehe, du weißt doch, wie es läuft auf der Straße. Ja, aber mir ist neu, dass du ein Straßenmitglied bist. Nein, ja, aber ich weiß, wie es läuft auf der Straße. Crusader und ich in einem geschäftlichen Verhältnis zueinander stehen, wird er ja nicht verborgen geblieben sein. Nö. Na, siehst du. Und dann weißt du ja auch, dass die Crusader vielleicht ein bisschen anders arbeiten wie ich. Also ich meine, was ich alles mit Anstand und Worten kläre, ne, machen die halt schon mal ein bisschen grober.
Und wenn du die natürlich glauben lässt, dass du zu sowas nicht in der Lage bist, ja, bist du am Ende der Unterlegene, verstehst du? Deswegen, das sind nur Worte gewesen, Stark. Du weißt, dass ich dir nie was antun würde. Auch das nicht, hoffe ich doch, obwohl sehr. Du mich angelogen hast. Ich hab dich auch sehr doll lieb. Aha. Wenn du bei irgendwas Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja. Ich wünsche dir was, mach's gut. Tschüss. Ich hab ein bisschen Mitleid. Er tut mir ein bisschen leid. Ja, dem geht der Arsch auf Grundeis gerade. Hoi. Oh, der Arme. Wir warten auf den Mirror Park, ne? Ja, wir sind auch da. Ja, du bist auch da, ja. Der Arme. Hoi. Das stimmt, aber so was von braun gemalt. Habt ihr die Cops gesehen? Die mussten ganz dringend los. Wo waren der Cops? Also die, die auf dem standen? Ja, auf der Garage direkt. Der Streifenwagen. Hol mal bitte einen ACLS, die sollen sich mal jedes Fahrzeug hier angucken, was irgendwie verbeult aussieht. Ich weiß auch nicht, warum man mir immer solche Bösartigkeiten abkauft, ne? Verstehe ich auch nicht. Aber der Plan ist tatsächlich grandios. Ja, es dauert ein ganz klein bisschen länger, an sie ranzukommen, aber alles, was schnell gewesen wäre, ich muss mir erst das Vertrauen von irgendeinem erarbeiten. Da ist Stark gerade das Opfer. Wobei, es tut mir wirklich leid, er ist nett. Er stand da, also, ich glaube, der hat ein bisschen geweint, als das eben gerade war. Du hast dich auf jeden Fall sehr getreu verabschiedet und ich glaube, das hat er auch richtig geglaubt mit, war schön. Mit einer Umarmung. War gut. Oh, ich bin so ein mieses Stück, es tut mir so leid. Ja, so habe ich dich kennengelernt. Aber ich muss mal ganz dringend da hinten in den Busch pissen, weil ich muss pissen wie ein Pferd. Ja, ich muss tatsächlich auch schon seit Ewigkeiten wir können gegenseitig helfen. Eine Zigarette Pinkel rauchen. Buddy. So. Benedikt, vielen Dank. Für deinen Prime-Sub. Nils, danke schön für deinen Sub. Das ist eigentlich Torps, jetzt, danke für drei also, Monate. Du willst vielen, vielen Vertrauen von dem erwecken. Leute, ich muss dringend Pipi machen. Ich das alles noch nicht so ganz wieder da. Eigentlich nochmal mit ihm treffen. Dann werde ich Frau Krohn kontaktieren, dass sie da was für uns ausmacht. Und dann werde ich mich mit Frau Krohn treffen und dann kann ich absehen, ob sie jemanden dabei hat oder nicht. Ich weiß, wir würden sie gerne schneller haben, aber es dauert ein bisschen, mich da einzuschleichen. Ah, gut, Ding will Weile haben, ne? Boy. Und dann gucken wir mal, was die Krone sich noch zu Schulden kommen lässt. Vielleicht können sie für ein paar weitere Dinge vermitteln. Aber der Plan ist excellent. Mhm. Oh ja, kommt ja auch von mir. Und dann muss man einen an ihn unterspringen. Was meinst du, wie Stark einfach zerstört sein wird danach? Oh ja. Oh, das tut mir leid. Ich mag ihn. Ah, der kommt doch schon wieder drüber. Stellt der sich das vor? Was ja, sich vor? Er eine Beziehung oder eine Freundin? Und nein! Na, also, wir haben heute zwei Stunden miteinander verbracht. Eineinhalb Stunden. Ich glaube, da redet noch keiner von Freundinnen nein, oder sonst irgendwas. Nein, das meine aber ich ja nicht. Aber darauf will er wahrscheinlich hinaus. Nein, diese grundsätzliche diese Konstellation zwischen Stark, FIB und Flavia. Das ist ja fast so wie was willst Louis du sagen? Und ich bin Ella. So ein Schätzchen. Ja, das sind die Hormone, die kommen halt im bestimmten Alter. Dem wächst gerade sein erster Bart. Ne? Jetzt interessiert sich ein Rock für ihn. Bist du fies? Ja. Dem wächst gerade der erste Bart. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass der viel denkt. Oh Mann. Ich glaube, jetzt gerade macht er sich doch Gedanken. Hey. Was war das? Was ist da passiert? Oh, ich würde so gerne in seinen Kopf gucken können. Ich will da nicht reinschauen. Was machen wir denn gleich? So viel? Keine Ahnung. Ich muss gleich irgendwann mich hinlegen. Das weiß ich. Termine und so.
Steinfeld? Ja. Eure Sicherheitstypen müssen echt ein Fahrtraining machen, ne? Oh ja. Schon ausgemacht, wie Marcel ist. Beziehungsweise, dass das mal kommt. Das sollte zügig passieren. Ja, die haben eben mehr Erfahrung mit Stehen als mit Fahren. Naja, ich meine, einer hat es gerade geschafft, vier Stück aufzuhalten. Vier verschiedene Autos. <Ja. lacht> Das sah schon gut aus. Morgen. Und auf dem Rückweg sind sie mir auch fast mit voller Sinn reingefahren. Ne? War knapp. Ja, das nennt man dann eine Kompetenzschranke. Aha. Ob Stark Puls hat? Wahrscheinlich gerade nicht mehr, der ist wahrscheinlich gerade gestorben vor Angst. Ja, dann lass uns holen. War doch eigentlich alles ganz entspannt. Ja, Buddy. Ah, klar. Oh, Fluffy! Das wird. Nee, das, ich wollte echt was. Da ist ein lilaner Börek im Marktplatz. Mahlzeit! Börek. Sally! Ja, Fluffy wollte einen Trabi haben. Wo ist, wie sieht der aus von da? Ja. Aber der ist irgendwie niedlich. Das ist wie ein Trabi. Aber da steht nicht dran, was er kostet. Ey, Ronny, Alter. Ey, grüß dich. Jeden ab. Hey, Ronny. Was geht ab? Komm mal größer den Kreis hier. Ich war gerade erst da oben, da wurde mir gesagt, dass ihr hier alle rumsteht. Da dachte ich, guck mal vorbei. Super. Ja, geil, oder? Richtig geil. Ja, sicher, sicher. Voll super. Wisst ihr, was mich erwischt, Energie? Was denn? Das ist schon geschrieben, aber und es kann noch gar nicht zurück. Vielleicht ist er jetzt eingeschickt, ne? Ja, wohl, wahrscheinlich. Die bin wieder ganz schwer, danke. Oder der zittert so stark, dass er das Handy nicht mehr bedient. Oh, er kann noch nicht tippen. Ja, eben. Ich sehe besonders aus. Boah, besonders, ja. Sei da froh, dass wenigstens Stark dich daten wollte. Irgendjemand wenigstens mal in einem Jahrhundert. Was? Bad Connection, dankeschön. Ja, Ronny, Stark wollte ich daten. 17. Nein, Jay, danke für 17. Also. Kroni, danke für 16. Ey, Benedikt, danke für den Prime Sub. Nils, danke schön für deinen Sub. Torps, 3 Monate, danke schön. Wer ist denn hier stark? Ich. Ey, Ronny, ey, schön dich zu sehen, mit ey. Mit dem Pommesärmchen. Hallo, wollen Ronny. Wir das austragen? Ja, nee. Oh, ich würde gerne Ronny gegen Fluffy boxen sehen, ne? Nein, ich bin vom Berg gefallen, ich bin ein bisschen angeschlagen. Was machen deine Schnittwunden, Ronny? Es geht wieder, so langsam wird's besser. Siehst du, da ist Ronny auch angeschlagen. Der ist auch aber angeschlagen. Teilweise juckt der Schorf noch so ein bisschen. Lecker. Aber Fluffy, was ist denn jetzt eigentlich Maul. In meiner Karriere? Ja, wir arbeiten dran. Da will ich auch hoffen, ey. Du hättest gestern einen Filmauftritt gehabt, aber du warst nicht da. Wie gestern Film auf. Ja, das kam spontan rein. Ja, spontan ist doch immer so eine Sache. Die ersten Leute haben schon deine Szenen gesehen, aber dadurch, dass wir dich nicht erreichen konnten gestern, wurde da wer anders für genommen. Ja, scheiße, ey. Ja, spontan ist immer so eine Sache. Da kann ich nicht immer springen. Die Szenen, die du uns gezeigt hast? Ja, die. Moment, von welchen Szenen redest du? Die du uns gezeigt hast. Die Szenen mit Ronny als Actionheld. Die, wo er durch die Glasscheibe gesprungen ist. Ja, genau die, was auch immer. In Slow Motion. Aha, richtig. Ey, das war, also das tat weh, aber das war gierig so. Du sahst richtig geil aus, Ronny, hä? Das hat auch beim zweiten Mal an der Nase ganz schön gezogen, ey. Da ging einmal knack und dann war die nach links. So richtig Action. Da habt ihr den Turn zweimal gedreht, oder was? Ja, einmal normal. Krass. Und einmal in Slow Motion. Krass.
Also, da soll ich erklären, wie das geht? Ja, mach mal. Also, das wird einmal gedreht und dann das zweite Mal. Und dann wird das so am Computer übereinander gelegt und dann ist das langsamer. Ja, mir sicher, genauso funktioniert das. Das hat der Butters so gesagt. Ja, Butters weiß alles, da muss er recht haben. Also zumindest hat er gesagt, dass das so gemacht wird. Ja, da wird doch so gemacht. Gesagt. Ja, sag ich doch. Ja, das ist ja nur die Hälfte. Deshalb ist es Habt ihr denn auch die Aufnahmen für eine Super-Slow-Mo gemacht? Langsam durchspringt. Nee, für eine Super-Slow-Mo noch nicht. Wir hatten nur zwei Scheiben. Die waren richtig gierig, die Aufnahme, ne? Ey, die muss ich mir irgendwann auch nochmal geben, ey. Ey, das ging so zipp da durch. Ja, aber eine Super-Slow-Mo wird das Ganze noch viel dramatischer machen, finde ich. Ja, sowieso. Ey, aber das könnte vielleicht ein bisschen zu viel werden, ey, wenn man sieht, die Scheiben so, ey, Schnitt, ey, und Siff und, nee, dann ist das doch ein Film ab 18. Ja, das war doch auch nur die Generalprobe, oder nicht? Ich meine, ihr müsst das doch nochmal drehen mit dem richtigen Kostüm, oder nicht? Ja, wie, was für ein Kostüm? Ich muss extra mein T-Shirt dafür ausziehen. Ja, das war ja nur die Generalprobe, hä? Ey, jetzt komm mir nicht so, ey, das hat viel zu viel gezogen. So, kennst du das, wenn du im Winter das Fenster auf hast und sitzt in der Nähe? Und Aha. Dann im anderen Raum ist auch ein Fenster auf. So hat das gezogen. Wie Hechtsuppe, hä? Ey, sowas von. Das ist, nee, ich frag nicht. Was? Alles gut. Hechtsuppe, kenne ich. Habe ich auch schon gehört. Hechtsuppe? Was? Man sagt das so, das sieht wie Hechtsuppe. Ja, ja. Unser, ich habe gerade erfahren, dass unser Freund Wicks am Sandy Shores Flughafen Flohmarkt ist. Sandy Shores Flughafen Flohmarkt? Ja. Ah, ja, da ist heute ein Auto-Flohmarkt. Das Automarkt, ja. Kriegen wir den da eingepackt, unauffällig? Barton meinte, eventuell trifft er sich gleich nochmal mit dem. Dann kriegen wir den da eingepackt. Ja. Ja, wir schneiden den auf, ne? Wer ist der Briggs und was ist der? Warum wird der aufgeschnitten? Das ist eine gute Frage. Wer ist eigentlich Briggs? Ja, also das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Wer ist eigentlich Briggs? aber... Und das habe ich gefragt. Warum macht ihr euch darüber so lustig? Weil tatsächlich keiner weiß, wer der Typ überhaupt ist. Der ist bei der... Der ist ein Hufflepuff. Der ist wenn keiner weiß, wer er ist, warum suchen wir ihn? Der ist ehemaliger Polizist, suspendiert gerade bei der Polizei. Aufgrund dessen, dass er der Meinung gewesen ist, dafür Sorge tragen zu wollen, dass meine Frau aus dem Dienst fliegt, damit er die Karriereleiter hochklettern kann. Da habe ich vielleicht ein geringfügiges Problem mit. Ich verstehe. Okay, cool. Heißt, packen wir den ein oder packt ihr den ein? Also ja, wir können den einpacken, ja. Sag mal. Cool. Können doch da oben 37.000 Leute, die da gerade sind. Ja, richtig. Ich kann mal eben... Moment. Machten den Flohmarkt. Ja, das Ganze muss nur unauffällig sein, ne? Donny? Unauffällig ist unsere Spezialität. Donny? Immer. Okay. Also? Hä? Was macht dein Bart? Der wächst. Boah, das ist natürlich jetzt krass. Nein. Mit dem Kriegen, Alter. Das ist mein Bart. Matthias, zupf mal an dem Tuch. No. Wir haben den eben schon gesehen. Eben. Was ist das so ein Bart? Fleckenteppich? Jetzt zeig doch deinen Bart. Ronny, was geht ab? Ey, lass den nachwachsen. Lass den in Ruhe. Der braucht Dunkelheit. Wir brauchen Dunkelheit. Sonst wächst der nicht. Richtig. Ist das ein Nachtgewächs? Nachtschattengewächs. Das habe ich irgendwo schon mal gelesen. So wie Ronnys Penis. Der braucht auch noch ganz viel Dunkelheit. Nein, aber der sieht das Tageslicht nie. Ich renne ja auch nicht nackt rum. Aber das war echt gar nicht einfach. Das geht doch nicht. Was denn? Trägt einen Pulli, den ohne den Ärmeln, der Kapuzenpulli, der ist ziemlich bekannt. Kurze Hose steht neben einer rothaarigen, kurzhaarigen Frau. Wahrscheinlich seine Frau. Pack mal den mit ein. Steht mitten auf dem Elfi. Ich schlage keine Frauen, Luis. Ja, ich schlag Frauen. Aber ich schlag Frauen auch, kein Problem. Ich kann keine Frauen schlagen, das ist nur die fair. Die hat doch mit dem da zusammen wohl gearbeitet. Nee. Also müssen wir die auch mit einpacken. Wohl nicht. Ich weiß es nicht. Machen wir das in schwarz? Ich glaube, der kriegt Gurken soll, das brauchen wir nicht, oder? Nö, brauchen wir nicht. Der soll, also, nö. Nö. Nimmt den einfach mit auf Seite, so, nach dem Motto, und dann...
Die Frage ist, wenn wir da jetzt aufschlagen, packen wir den und seine Alte ein, dann sehen 1000 Leute, dass wir den und seine Alte einpacken. Ja. Ja, darum würde ich das gar nicht mal mit allen Mann machen, sondern ich würde mit getönten Autos vorfahren, uns neben den stellen, dem sagen, hallo Briggs, pass auf, ne, ich möchte, dass du jetzt meinen Anweisungen folgst. Und zwar schmeißt du jetzt dein Handy auf den Boden im ausgeschalteten Zustand und dann steigst du hinten in das Auto ein. Ansonsten trifft dich ein Kugelhagel. Kann man das, also Entschuldigung, dass ich mich jetzt da einmische, aber wenn der dann Auto verkauft, könnte man dann nicht mit dem so eine Probefahrt inszenieren? Vielleicht will er ja ein Auto kaufen. Das ist halt das Ding, ne? Das kriegen wir auch raus. Probefahrt wäre natürlich geil. Wenn er ein Auto kaufen möchte, dann könnte ich eventuell auch mal gucken, ob der vielleicht meins haben möchte. Und dann sagen wir dem, fahren wir da hin, da, ne, ich muss nur da was abholen und dann steht ihr da und packt den ab. Ja, pass auf, Patas, wir besorgen dir den, wir sind in 5 Minuten wieder da. Okay. Ab geht die Party und die Party geht ab. Na komm, wir machen mal kurz Schlüsselpolitik. Ey. Was machen wir? Oh, Schlüsselpolitik. Das Auto. Was für eine Schlüsselpolitik? Von den Escalade. Okay, ciao. Wir fahren da jetzt erstmal hin. Was hast du gesagt? Die steig bei mir an, hast, komm. Ruf mich an, ich mache einen Overwatch. Nee, die müssen wir alle komplett nachmachen, noch die Schlüssel. Ja. Damit kann, jeder ein von jedem Auto hat. Aber da muss ich 100.000 Schlüssel nachmachen. Ja, ich auch. Aber einer ja, nee, aber dann hätten wir schon mal das so, dass du die Schlüssel von deinen zwei hast und ich habe die Schlüssel von meinen zwei. Welche sind denn die bei dir gerade stehen? 3 und 4. 3. Steinfeld Ronny macht mal kein Auge auf den Schlüsselbund. Hm. Was? Entschuldigung. 3 und 4. Okay, du müsstest mal in deiner Garage gucken. Ich glaube, da steht 5. Irgendeiner hat den eingeparkt, glaube ich. Ja, ich guck mal. Jeder Vertrag wird ja, ich würde ja alle 4 nehmen, dann könnte ich die Schlüssel alle nachmachen, dann brauchst du das nicht, aber kein Platz mehr. Ja, das machen wir schon. Aber der Vertrag, den ich aufsetzen soll, geht um 4. Nur, ne? Ja. Okay. Abend. 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 Hat mich schon einer drauf angesprochen, der Daniel, wie das aussieht, ob man die abkaufen kann. 5 und 6 stehen hier nicht drin. Ey, ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Ich wollte auch mal da runterfahren, weil ich habe noch einen Karren, was ich loswerden wollte. Ja. Ey, mach das. Viel Spaß, Ronny. Ey, wenn was ist, ruft an. Aber ne? Natürlich, Ronny, so fort, sicher. Junge. Ey, super, ey. Geh ich mit dem Telefon. Neues Werkzeug, ey. Wenn was ist, irgendwie was los oder so, ne? Ich mach das wieder sauber und fest. Alles ey, klar, Ronny. Das ist Ronny. So gierig, Ronny. Ey, sowas von gierig. Ja, sicher, sicher. Ey, Ronny. Ja, bitte. Du willst da zu dem Autohandel fahren, oder was? Ja, sicher. Willst du da mit einem richtig geilen Auto hinfahren? Ja, aber ich wollte doch eins verkaufen. Ach so, scheiße. Ich dachte, du wolltest was kaufen. Nee, dafür habe ich doch gar keine Kohle. Sonst hätte ich dir ein richtig geiles Fahrzeug ausgeliehen. Was denn? Da weiß ich nicht, was willst du denn haben? Ich weiß ja nicht, was sie haben. Na, zum Beispiel einen richtig gierigen Porsche. Boah, der ist aber schon, ey, lecker Dingen. Aber nicht, dass die denn mir alle auf den Sack gehen, weil kaufen. Natürlich tun die das. Ja, da hab ich doch überhaupt keine Böcke drauf. Na, dann lass ich den wieder einparken. Ja, aber trotzdem danke für das Angebot. Willst du was anderes? Nee, ich guck erstmal, dass ich meinen Karren verkaufe. Ein Pagani. Oh, das ist natürlich lecker, ne? Da kommen die aber genauso zu dir und fragen ja. Am Preis, Ronny. Ja, sicher, ja, sicher. Dann pack ich ihn lieber wieder ein. Aber vielleicht was anderes. Aber wenn ich dann sag, der ist von Herr Batters, dann sagen die, oh nee, dann lieber nicht. Hey, Ronny, ich weiß, womit du fahren kannst. Jetzt kommt es. Boah, das fragt dich keiner. Ey, geil, ey, dann setz ich mich dann und sag, ey, ich hab Süßigkeiten. Ja gut, dann parke ich den auch wieder ein. Vielleicht ja, willst du hier so einen Porsche haben. Ey, ist das ein GT2 oder GT3? 3. Ey, geil. Richtig gierig. Ey, sowas von gierig.
Vor allem hat der Schwede Felgen, ey. Sowas von geil. Aber da fragen die dich auch alle, ob du den verkaufst. Ja, sicher. Aber ich, wie gesagt, ich muss ja einen verkaufen. Guck mal, die Frau hat Geschmack, fährt Schleifi. Richtig. Ist das dein Alter? Das ist mein Alter, den ich verkauft hab, ja. Nein. Was, nein? Das ist nicht dein Alter. Die Karren kommen von mir, natürlich. Ach so, so meint er das. Ich wollte sagen, den gab's doch nur einmal, oder nicht? Nee, zwei oder dreimal. Warum willst du überhaupt ein Auto verkaufen, Ronny? Ja, weil ich das nicht fahre und ich Geld brauche. Was denn für ein Auto? Ich hab so ein Subaru STI. Oh, zu spät, verdammt. Hier, warte mal. Ach komm, ich bin hier nicht das da. Ransdingen. Warum hast du ein Subaru? Warum? Den hab ich nicht gekauft, den hab ich geschenkt bekommen. Ja, dann geh den mal verkaufen. Das war besser, wenn der weg ist. Ja, deswegen, ja. Auch wenn du es nicht verdient hast, du Dulli, bis gleich. Mann, genau. Du Otto, ich will dir doch wieder einparken. Danke. Ja, ich dachte, du wolltest ja mit da hochfahren. Ja, ich fahre mit dem anderen Auto da hoch, weil das mehr Bock macht und dann parke ich das andere da aus. Ey, Ronny, Alter, das weißt du, was du machst? Jetzt dahin. Was denn? Ey, nimm den Subaru mit und dann tust du dir einen Eimer Sangria auf den Beifahrer und ey, dann säufst du den bis nach Sandy Shore komplett aus und dann vertippst du die Karre. Ey, aber was ist denn, wenn die Bullen kommen, ey, dann muss ich da so, ey, aufstoßen, dann muss ich vielleicht noch würgen, dann haben die Früchte im Gesicht. Ey, dann geben die mir einen Strafzettel, wegen Fruchtmissbrauch. Ich könnte natürlich auch sagen, das ist Multivitaminsaft. Oh, Ronny. Was das denn? Sind trotzdem noch Früchte. Ja, aber ohne Alkohol. Wenn ich Alkohol schnell trinke, dann muss ich doch würgen, ey. Aber dann geht das, ey, würg. Und dann ist das alles in den Karren. Dann kann ich doch nicht mehr verkaufen dann. Ey, Ronny, was soll ich denn für die Karre haben? Was soll ich denn dem Typen erzählen, wenn da auf einmal so ein Stück Ananas im Lüftungsstück kannst gierig. Du die doch einfach vom ACLS reinigen lassen. Hashtag richtig gierig. Die lasse ich sicher meine Karre. Ronny raten. Kommt das noch? Ey, Ronny, was willst du denn? Hashtag richtig gierig. Ich weiß nicht, ey, was kostet denn das mal? Neu? Ich hab keine Ahnung. Und dann gehen wir einmal bei Ronny raiden. Was hat der denn runter? 1500 Kilometer. Hau dich mal in den Chat da drüben. Wieso hast du sowas? Richtig gierig. Das wurde mir geschenkt. Richtig gierig. Aber ein Geschenk verkaufst du? Ja, solange es nicht von euch ist, ist es doch Wumpe. Das stimmt. Das ist Ronny-Chat. Ey, Ronny. Duke von Newt. Was denn? Lass doch einen Follow da. Ob du jetzt mal nach Sandy-Shows fährst und die Karre verkaufst. Wolltest du mich jetzt loswerden? Der Boy hat es auf jeden Fall verdient, ja, Mann. Der hat es auf jeden Fall verdient. Am liebsten haut mal einen Follow raus. Würde ich dich den ganzen Tag bei mir haben, aber du bist ja immer unterwegs. Hashtag richtig gierig bei Ihnen in den Chat. Ey, einmal Follow raushauen. Kostet nix. Was du je gesagt hast. Was lachst du da denn? Ey, das ging jetzt. Das ist Steven. Das ging jetzt so voll links. Steven ist schon sehr, sehr lange ein guter Freund von mir. Wie Butter. Ey, sicher. Ey, wie Öl. Ey, du weißt ja, mit dem Öl wie sparsam sein. Ronny. Was ist denn? Wenn ich dich nicht mögen würde, würde ich dich umbringen. Warum? Aber Ronny? Das ist doch so was von gierig. Ronny? Was denn? Ich werde jetzt was sagen, was du nie wieder von mir hören wirst. Was denn? Aber irgendwie habe ich dich lieb. Nein. Ey, Louis. Alles gut, Jung. Alles gut. Komm runter. Ey, was geil, ey. Denn jetzt? Warum guckt er jetzt den Zaun an? Kaum zu glauben, dass das mal einer von meinen Leuten war. Wenn du da jetzt so ein Schloss dran machst mit Ronny und Louis, ne? Der wird bestimmt. Der hat doch schon das Schloss in der Hand. Der schreibt da schon Ronny und Louis da drauf. Ronny? Hier. Was? Nee, ich mach hier gar nichts. Nee. Was ist das hier? Der hat tatsächlich ein Schloss dran. Guck mal, das hier, ist, Ronny, ob du das wieder abmachst. Ronny plus Louis.
Oh je. Der hat einen Schlossanzaun gemacht. Bonnie? Was denn? Hast du einen Schlüssel dafür? Ja. Ja, nö. Hier. Oh, jetzt erwartet, dass er sagt, ich hab den. Nee, das tut doch weh, wenn der wieder rauskommt. Bonnie, der passt nicht. Oh. Wie, der warte, passt mal, nicht? Erstmal. Dann nimm einen hier von den 20. Einer von denen muss das sein. Hier, nimm das Schlüsselbündchen wieder zurück. Guck, dass das Schloss da verschwindet. Wieso? Nee, hier nimm. Ich muss doch los das Auto verkaufen. Ob du jetzt guckst, dass das Schloss da verschwindet. Oh, warum denn ich wieder? Sonst nehme ich das zurück, weil ich gerade gesagt habe. Ja, ist ja okay. Muss ich hier suchen oder was? Nee, wie soll ich denn jetzt das... Dem wird wahrscheinlich nicht so oft einer sagen, dass er ihn lieb hat, aber... Natürlich er hat die wahrscheinlich auf Reserve schon dabei. Mhm. Und dann schreibt er immer andere Namen drauf. Ja, genau. Das ist eine Lüge. Ja, wahrscheinlich. Da muss das wahrscheinlich schon noch mal den Namen draufschreiben oder so. Ja, unten ist dann freigelassen. Da schreibt er mit dem Edding oder so drauf. Sag mal was Nettes zu dem. Ey, ich glaub, ich hab's gefunden. Ich? Ja, mach mal. Louis, soll ich dir das Schloss geben? Fällt leider nichts ein. Horst, danke für 32 Monate. Okay. Terrasion, danke für 33 Monate. Wam, danke für 24 Monate. 10er Sub, vielen Dank. Duke, danke schön für 5 Monate. Matze, 5 Monate, danke schön. Dark Shooter LP, 6 Monate. Vielen herzlichen Dank für den Support, Guys. Danke schön. Ja, irgendwas mit Tokka. Ach so, ja. Ja, natürlich, sie sind wie Zucker auf einem Kuchen. Oh! Ey, geil! Auf einem Kuchen. Oh, ich muss gerade kurz würgen. Ich muss los! Ja, Ronny, mach's gut, viel Glück beim Auto verkaufen, ne? Ey, wenn was ist, ruft an! Aber natürlich, mach gut, ich meld mich, wenn ich Hilfe gebrauchen kann bei was auch immer ich gerne Hilfe gebrauchen könnte. Ey, Ronny, mach es gut! Ey, mach es gut, los, tschüss! Ey, Matjo, hau rein, Junge! Du hast dein Sobaru vergessen! Also ich 10 Minuten später Karamell. Ich fahr doch mit dem Foto runter! Ach so! Ja, sicher! Okay! Was fliegt der in den Frofo runter? War das nicht mal ein Joghurt für Kinder? Ja, richtig, mit dem Spielzeug in der Mitte. Ja, genau! Ach, der Typ ist echt Gold! Wirklich. Haben Sie schon mal überlegt, den als Komiker einfach ins Casino zu stellen? Würde Geld bringen, ne? Würde Geld bringen und Kunden anlocken. Ich meine ja nur... Stand-up-Comedy. Richtig. Ja. Warte, Moment. Oh, nee. Oh, war ja. Wenn man dem noch ein Auto reinstellt, an dem ich hab vielleicht einen Job für dich. Was gibt's denn? Versuch mich mal in den nächsten 2 Minuten zum Lachen zu bringen. Am Telefon. Jetzt am Telefon? Jetzt am Telefon, komplett spontan. Soll ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die ich letztens erlebt habe? Erzähl mir eine Geschichte, die du erlebt hast. Ey, ich war am Strand, ne? Mhm. Ey, bin ich daher spaziert. Jetzt bin ey, ich da gespannt. War da so ein Typ. So eine, okay, warte mal. Ronny, bist du noch hier auf dem Parkplatz? Ja, sicher. Dann komm noch mal kurz rüber, bitte. Dann können wir alle mithören. Ja, sicher. Okay. Sollte das gut sein, zahlen wir dem normales Mitarbeitergehalt. Dann ist er eingestellt, einmal die Woche Stand-Up-Comedy im Casino. Kriegen wir hin. Set. Humble mal. Ja, dein Junge. Doppelpunkt 3. Das kommt, glaube ich, Frofo. Ich glaube, das ist ein Frofo. Ja. Sieht gar nicht so aus wie der Joghurt für Kinder. Adas, komm mal kurz, bitte. Jo. Hm? Der Typ ist zufällig gerade, als wir da angefahren sind, abgehauen wohl. Als wir uns auf den Weg gemacht haben. Und jetzt fährt er wohl mit seiner Frau rum und will noch ein paar schöne Momente mit der verbringen und will sich dann gleich Richtung Bett begeben. Ja? Aha. Wir checken jetzt sein Haus und warten da. Der will sich jetzt auch nicht mehr mit Barton treffen plötzlich.
Weil wir haben Barton angerufen und gefragt, was mit dem ist, ob der das klar machen kann. Ja? Halt mich mal auf dem Laufenden. Ja, mach ich. Wir sind dran. Ja. So, pass auf, Ronny. Das machen wir später. Ja. Du hast die Möglichkeit auf einen Festgehalt, Ronny. Ja. Die hübsche Lady hier kam auf eine grandiose Idee. Als was erzähle ich dir? Du hättest flexible Arbeitszeiten. Ja. Du müsstest nur 2 Stunden die Woche arbeiten. Ja. Und würdest dafür ein Festgehalt kriegen wie jeder andere Mitarbeiter des Casinos. Hey, das wäre sowas von gierig. Das habe ich mir gedacht. Probier uns in den nächsten 2 Minuten zum Lachen zu bringen. Ja, also ich fange einfach nochmal an, was ich ihm am Telefon erzählt ja. habe. Ey, letztens, ne? Also jetzt vor ein paar Wochen war ich unten am Strand bei dem Riesenrad. Ey, bin ich da so her spaziert, hab geguckt nach einem Fische. Keine gesehen, aber so ein Typ. Button in den Schrank, der hatte Zitzen. Da dachte ich mir so, ne, das geht nicht. Ey, dann ist er da in seine Hütte gegangen, dann bin ich da angeschlichen. Da hab ich dann das Schloss, was ich eben da mit dran, was ich da dabei hatte, hab ich an der Tür gemacht. Ey, dann kam der nicht raus, ne. Ey, dann hab ich unter der Fußmatte ein Loch gegraben. Ey, und dann hab ich die Quallen vorne vom Strand weggeholt. Die Quallen da rein. Ey, und dann auch die roten hier mit dem Feuer drin. Ey, und dann hab ich wieder aufgemacht. Dann ist der da rein, ey. In die Seuche. Dann hat der da rumgeeiert, ey. Meine Zitzen, die brennen, weil die sich da festgesaugt haben. Ey, und dann, ey, die ganze Soße da runtergelaufen. Und die Leute, die daher sind, und so, wirk, ey, wirk. Ey, und der Typ, der den Tentakel in den Mund. Ey, ich dachte, ich bin in einem Anime. Das war nicht mehr normal, ey. Das war voll die Seuche. Der ging daher, da ging nichts mehr. Ey, dann hat der ganze gesagt, ey, hol mich hier raus, ey. Sonst kriegst du hier Verbot. Und dann dachte ich mir so, ey, nee, ey. Das wäre jetzt schon nicht geil, weil, ey, ich war halt voll gerne auf dem Riesenrad, ey, und wenn der mich nicht mehr da hängen gelassen hätte, dann hätte ich auch keine Zuckerwatte mehr gekriegt. Er hat ohne Zuckerwatte keine Weiber, weil Weiber mögen nämlich Zucker. Also ich würde sagen, das zählt. Aber Herr Butters lacht nicht. Der reißt sich nur wieder zusammen. Ich das ist nicht schlimm, ich habe nicht so viel Humor. Das höre ich doch, dass der gelacht hat. Herr Kuti, die Stelle mit der Tentakel tatsächlich, die hat mich ein bisschen gekriegt. Ronny, ich würde dich gerne als Stand-Up-Comedian fürs Casino buchen, einmal die Woche. Ach du Heiland, ey, da muss ich mir ja Sachen aufschreiben, die mir so einfallen. Genau. Ey, das reicht aber auch einfach nur, wenn du so redest, wie du redest. Dafür kriegst du einen Festgehalt. Wir machen das einmal die Woche zu einem Event, was wir auf Twitter ankündigen. Du stellst dich in den roten Autokreisel vorne rein. Ja. Du kannst dafür komplett frei essen, frei trinken, wann immer du im Casino bist und kriegst ein wöchentliches Festgehalt überwiesen. Ey, dann werd ich halt doch zum Star. Dann wirst du auf jeden Fall zum Star. Ey, zwar nicht zum Stuntman. Na, daran aber, können ey, wir ja so parallel immer noch arbeiten. Das stimmt wohl. Ey, das wäre schon gierig. Ey, da müssen wir aber Kontakt halten, wann wir das immer machen, weil... Wie ist bei dir doch, morgen? Ja, morgen, ey, da, also... Der Herr morgen Barton... Morgen Abend wäre super. Ja, Herr Barton hat gesagt, 19 Uhr macht er auf und da könnte ich vielleicht bei ihm was tun. Da müssen wir dann gucken, wie wir was machen. Wir haben morgen Abend eine Verlosung. Von einem Auto. Ey, da muss ich mir bis morgen noch was einfallen lassen. Ja, ich kläre das mit dem Herr Barton. Und du wärst dann auch noch so eine Nummer mit dabei. Ja. Also, wär schon top. Ja, ey, ja, dann muss ich mich bis morgen ransetzen. Ey, dann muss ich mir noch einen Auftritt zusammenlegen. Ja, genau. Naja, rein theoretisch könntest du einfach was über das Auto erzählen. Welches Auto? Das, was im Casino steht. Können wir das nochmal wiederholen? Das, was im Casino steht. Wir wollen das schon noch verlosen. Ja, ey, wenn einer Ahnung hat von so einem Karren, dann ja wohl ich, ey. Das geht dann weg wie warme Semmeln. Wie geschnitten Brot. Um wie viel Uhr morgen? Verstehe ich, was Sie meinen. Um 19 Uhr kommt der DJ.
Okay, wann ist die Verlosung von dem Auto? Die hatte ich so angesetzt zwischen 20 und 21 Uhr. Okay, dann würde ich sagen, wenn um 19 Uhr der DJ kommt, machen wir 20 Uhr Auftritt von Ronny morgen Abend. Ja, und machen wir dann nach dem Auftritt, machen wir dann die Verlosung. Genau. Ach, was ist los, Ronny? Scheiße. Bist du dabei? Ja, sicher. Das wird so gierig. So richtig gierig. Aber sowas von. Ja. Gut. Dann bist du hiermit eingestellt. Du bist jetzt offizieller Mitarbeiter vom Diamonds Casino. Herzlichen Glückwunsch. Vertrag kommt. Und jetzt geht dein Auto verscherbeln. Geil, ey. Ey, bis später am Boden oder so. Wobei, Geldprobleme hat er in Zukunft nicht mehr. Du musst mir aber noch deine Kontonummer zukommen lassen, aber mach das später. Er kommt ja zurück. Oh. Natürlich. Hast du besser nichts gesagt? Was für eine Nummer? Du Kontonummer. Hast doch meine Telefon. Ach so. Kontonummer musst du später schicken für die wöchentlichen Überweisungen. Ja, das können wir ja, das können wir noch machen. Das machen wir später. Ja, alles ruf klar. Mich einfach an, bevor du in die Pennen gehst oder so. Ja. Ey, und jetzt geh die Karre verscherbeln. Ja, bis später. Ja, bis später, hey, Ronny. Ja, super. Das wird ein interessanter Abend morgen. Yep. Ich bin gespannt. Machst du Quitter fertig, Luis? Später morgen Stand-Up-Comedy, Stand-Up-Comedian Ronny im Casino, 20 Uhr. Ja, mach ich. Ich bin ja, gespannt. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ja, vielen Dank dafür. Die Idee war kein tatsächlich Problem. Grandios. Sie sind natürlich morgen auch herzlich eingeladen, um 20 Uhr den von Ihnen veranlassten. Ich bin sowieso da, ich habe 4 Lose gekauft. Ach so. Na, dann drücke ich Ihnen die Daumen. Ja, danke. 4, boah, der 4 Lose. Ja, ja, natürlich. Adonis hat gesagt, 2 davon bezahlt er. Wenn der Geld ausgibt, warum nicht? So, Roxana, ja, der Luca. Die. Ja. Warte mal. Hallo, erst einmal. Wie viel Kohle hast du dir denn vom Automatentesten in die eigene Tasche gewirtschaftet, war was? Gar nichts. Eigentlich so gut wie gar nichts. So gut wie gar nichts. Ja, das, was ich daraus gewinne, behalte ich halt bei mir, um halt nicht immer wieder zu euch hingehen zu müssen, um Neues zu holen. Aber einer hübschen Lady 2 Lose schenken, ja? Ja. Das geht auf eigene Tasche. Aha. Ich habe den Kuruma verkauft. Ah, gut. Ich glaube immer. Also das geht natürlich auf eigene Tasche. Ja, ja. Bitte. Ja, also, keine Ahnung. Ich weiß, wer das ist so. Warum sollte ich mir da die, ne, und so. Ich hab früh gelernt, ich soll nicht mit dem Feuer spielen. Alles gut. Ich wünsche dir was. Jo. Ach so, apropos mit dem Feuer spielen. Ich muss mal ganz kurz telefonieren. Weißt du, ich darf ihn gleich wieder testen. Hallo? Hallo, Herr Rabe. Mir jetzt die nächste drei. Haben Sie schon mit Herr Stark gesprochen? Ich habe schon mit der Stark gesprochen, ja. Was hat er erzählt? Was ist denn Ihre Sichtweise? Naja, also ich habe Stark danach auch nochmal angerufen, ne? Und ich hab Stark danach ganz klar gesagt, dass ich ihn natürlich nicht, wie ich ihn gesagt habe, aufschneiden werde. Oder aufschneiden würde. Oder generell Stark aufschneiden würde. Ja. Sondern, dass ich in eine Situation reingeraten bin, mehr oder weniger während eines Meetings mit zwielichtigen Leuten, wo ich natürlich nicht die Person sein konnte, die klein beigibt, sag ich mal, ja, oder dementsprechend, um dahingehend natürlich die Geschäftsbeziehung nicht zu schädigen, habe ich was zu Stark gesagt, was natürlich nicht so gemein gewesen ist. Das habe ich Stark danach auch direkt gesagt. Nicht, dass er denkt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, im Diamonds Casino wird er abgestochen oder irgendwas. Was ich natürlich auch nicht getan hätte. Aber du kennst mich. Warum soll ich Stark abstechen? Wäre dumm. Ja, das, ich hätte keinen Grund dafür. Ich habe ihm auch gesagt, obwohl er mich letztens angelogen hat, steche ich ihn nicht ab. Fakt ist allerdings, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Stark das der Frau Deluz erzählt, bei den Crusadern ordentlich Feuer ist. Wenn der was erzählt? Ja, was die Crusader zu ihnen gesagt haben. Die war doch dabei. Ach, die war dabei? Ja. Das wusste ich nicht. Ja, die wurde ja wohl von, also ich bin selber nicht ganz im Bilde darüber. Wie gesagt, bei meinen Treffen ging es um meine geschäftliche Beziehung. Aber die wurde ja von denen da rausgeholt quasi.
also ganz ehrlich, ich bin mir, also ich kann natürlich nicht für den Herrn Stark sprechen, aber ich bin mir fast sicher, dass dass du dabei warst und gesagt hast, ja, hier Rambazamba, das ist relativ nebensächlich, ehrlicherweise. Nein, also es ging tatsächlich nur darum, dass Stark lauter sprechen sollte und ich habe gesagt, irgendwas sinngemäß, Stark spricht lauter oder ich schlitze dich auf oder irgendwie sowas. Ja gut, da kräht ja kein Haar nach. Ja, eben, weil ich mich natürlich nicht auf die Seite von Stark schlagen wollte in einer derartigen Situation, gerade wenn man in einer geschäftlichen Beziehung steht, du kennst das. Deswegen habe ich Stark, als sie nicht mehr dabei gewesen sind, auch direkt angerufen und habe das aufgeklärt. Ihr wisst, dass ich nicht derjenige bin, der irgendwie gegen euch arbeitet oder irgendwelche Polizisten aufschlitzen möchte. Also für Imagewahren, da ist, ja gut. Genau. Halt so, ne? So muss halt gemacht werden. So sieht das Ganze aus. Nein, ich wollte das Ganze bei dir nur nochmal ansprechen. Nicht, dass das heißt, weiß ich nicht, Butters will mit den Crusadern zusammen Stark abstechen. Also wenn ich das machen wollen würde... Das sag ich erst mit dem Northgate, hör mal. Wenn ich das machen wollen würde, dann hätte ich das schon getan. Aber weißt du, weil ich bei Leia ein Rennen mitmachen würde, wenn ich Stark abstechen möchte, das... Kannst du nicht mehr nach Hause kommen. Genau. Doch, also ich kann dann schon noch nach Hause kommen, aber das Haus ist dann leer. Ja, und pink. Inklusive meiner Möbel. Und vorher ist es noch pink gestrichen, um mir eins auszuwischen. Nein, also verliert quasi. Ich will Stark da keineswegs irgendwie was Böses. Der soll sich nicht ins Hemdchen machen. Alles ist in Ordnung. Und was der mit den Crusadern hat, da halte ich mich raus. Hast du ihm das so gesagt? Ich habe ihm das so gesagt, aber der war zu dem Zeitpunkt, wo ich angerufen hatte, vielleicht noch ein bisschen aufgebracht, weil er wahrscheinlich nicht 45 Leute um sich herum erwartet hat. Gut, der hat auch, also, naja, keine Ahnung. Na gut. Also, was der da für ein Techtelmechtel hat oder was, das geht mich gar nichts an. Aber vielleicht sollte er da ein bisschen vorsichtig sein. Du, ehrlicherweise wurde er im Endeffekt dazu genötigt, das zu machen, so wie ich das verstanden habe. Wie werde ich denn ich möchte auch zu einem Techtelmechtel genötigt werden. Ja, das ist so ein Ding wie, ich lade dich jetzt ein, mich einzuladen. Weißt du? Ja. Kannst du nicht Nein sagen. Das ist so typisch Flavia-mäßig. Ja. Man kennt es. Man aber, also ich meine, am Ende hat er es ja trotzdem freiwillig gemacht. Am Ende hat er sich auch echt Stress gemacht und sich wirklich Gedanken gemacht und hatte wirklich Angst, dass er es verkackt. Tut mir so leid. Mir auch. Das tut mir auch vor. Na gut, und dann stehen da alle Crusader und sagen doch, ey, ihr könnt doch... Ja. Gut, ich, das ist alles gut. Nur, dass alles du Bescheid weißt, wenn irgendwas ist, vielleicht redest du ihm nochmal ins Gewissen und sagst, nein, hier, dir wird keiner was antun. Alles klar, mach ich. Super, danke, tschüss. Ja, tschüss. Ah, gerne. Und, ja, je nachdem. Ja, bitteschön. Ja, viel Erfolg auch auf der anwaltlichen Seite natürlich. Ah, danke schön. Wie gesagt, also so für 2 Stunden oder so wäre das, denke ich. Entschuldigung, hast du verdient? Oh. Hallo, Flavia. Sollen Sie ein Pflaster? Ich habe gerade mit Rabe telefoniert. Hoi. Rabe hat wohl mit Stark gesprochen. Der macht sich wohl richtig Gedanken. Oh no. Weil der wohl auch währenddessen schon richtig Angst hatte, das Date irgendwie zu verkacken und Oh, wirklich? Ja. Ach, das ist süß. Und der Ausgang dessen hat ihm wohl so ein bisschen zugesetzt. Was hat ihm auch zugesetzt? Der Ausgang des Abends. Oh, ja, tut mir so leid, ich fühle mich wie ein Miststück. Ja. Also, war das jetzt ein Bestätigungsjahr? Ja, du bist ein Bestätigung. Wirklich? Aber also es ist wohl so gewesen, dass Rabe gesagt hat, dass du ihn wohl quasi mehr oder weniger dazu gedrängt hast dazu, zu dem Ganzen. Er sich dann aber ja darauf eingelassen hat und dann hat er sich wohl richtig Gedanken gemacht. Also, er hat wirklich, es war ein komplett durchgeplanter Tag. Wir sind auf dem Mount Chiliad, er hatte dort schon Fahrräder positioniert. Und wir sind dann hochgelaufen bis zu den Fahrrädern und dann weitergefahren. Bis ich vom Fahrrad gefallen bin, das hat sehr weh. Aber das hat ja nichts zur Sache zu tun, er hat sich wirklich Gedanken gemacht. Aber er meldet sich jetzt nicht.
Naja, der wurde von 25 Crusadern bedroht. Das, was soll er auch sagen? Wey, aber jetzt, ich muss unbedingt mit Frau Cohen sprechen. Ja, aber hättest du den nicht in anderen aussuchen können wie Stark? Oh, er ist so niedlich. Ja, er ist, genau das ist es ja. Ich glaube, also, das ist naja, der Nächste, der bei mir... Die Crown will, das ist der Nächste, der bei mir vom Casino-Dach springt. Dass ich, no, ich muss ihn, ich kann ihn ja mögen. Also, ich mag ihn tatsächlich ganz gerne. Ich kann das um ihn rum organisieren, das ist gar kein Problem. Ja, nur wenn du mit seinen Gefühlen spielst, schneidet er sich die Pulsadern auf und schmeißt dich vor den Zug. Das tue ich doch gar nicht. Das war ein Treffen, ich kann ihm nachher immer noch sagen, ey Schätzchen, ich mag dich zwar als Kumpel sehr gerne, aber mehr wird es nicht. Ich glaube, dann springt er vor den Zug. Oh, wirklich? Also... Ich mach jetzt nicht irgendwie einen auf Liebesbeziehung, damit von dir keiner vom Dach springt. So wie ich... Ich habe ihn das erste Mal getroffen, Monkey. ...gerade verstanden habe... Ja, ist das kritisch? Ach Quatsch. Das erzählen die, damit du das mir erzählst für ein schlechtes Gewissen. Als ob der nach einem Treffen so reagiert. Es ist Stark. Wait. Wie lange kennst du Stark? Nicht so lange, nicht so gut. Die einzige Liebesbeziehung, die Stark in seinem Leben hatte, war die mit einer Pflanze. Will ich wissen, wie man eine Liebesbeziehung mit einer Pflanze haben kann? Oh, das kann dir Steinfeld erzählen, glaube ich. Ich glaube, dass es ein internes Battle zwischen Adams und Stark gibt, wer länger Jungfrau bleibt. Oh mein Gott, bist du sicher? Ich bin gefragt, wer der Jungfrau ist. Der sagt, no, er ist nicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Mal ganz kurz was anderes. Den Briggs habt ihr nicht mehr gefunden? No, wir suchen, aber wir finden ihn nicht. Und er hat wohl den Telefon ausgeschaltet. Das ist ja ein Ding. Wait. Ja, also das hätte ich auch gemacht, wenn ich mir gerade Autos angucke. Und dann. Wait, der wollte wohl schlafen gehen. Und ich, wir bewachen das aus, wohl nicht nach Hause schlafen gegangen, sondern hat sich wohl ein Hotelzimmer genommen. Okay, alles klar. Halte mich da mal auf dem Laufenden. Machen wir. Okay, super. Viel Spaß noch. Ciao. Alles okay? Ja. Okay. Kannst du nicht ein Treffen mit dem vereinbaren oder so? Wieso denn auffällig, wenn du da erzählst, der ist bester Freund von dir? Hannibal Lecter, vielen lieben Dank. 9 Monate erleuchtet, 3 Monate, Dankeschön. Ja, dann warten wir einfach. Free to Richard, Dankeschön für 5 Monate. Muss ja irgendwann nach Hause kommen. Boomer, danke für 6 Monate. Julian, Dankeschön für 3 Monate. Max Pro, danke für 13. Kekse, danke für 9. Ja. Kakaomilchmuffin, okay, Dankeschön für deinen Sub. Dann bis später. Joshua, Dankeschön für 2 Monate. Lakiu, danke für 2 Monate. Boss hat 32 Monate. Dankeschön, Terrasium, danke für 33. Bam, danke für 24 im 10er Sub. Ich gehe dann jetzt gleich nochmal zu Vielen, Justiz vielen Dank. Dankeschön. Sondererlaubnissen. Der Newman hat Blockreis hat 12 Monate, vielen Dank. Aha. Und ich werde dann auch nochmal mit Haller reden, wegen dem Fall. Okay. Louis, bist du noch eine Weile da? Bin noch eine Weile da, ja. Okay, die Crusader suchen den noch. Verdacht ist aber, dass er sich irgendwo hingehauen hat, weil sein Haus ist komplett von Crusadern bewacht. Zu Hause schlafen gegangen ist er scheinbar nicht. Sondern die vermuten, dass er sich wohl irgendwo in ein Hotelzimmer genommen hat. Sollten die sich noch melden und ich sollte schon pennen sein. Mhm. Hau den bis morgen ins Verlies. Kein Problem. Alles klar. Dann würde ich jetzt nämlich langsam nach Hause. Ja. Ja, und morgen wird ein aufregender Tag, ne? Ja, wird voll werden, glaube ich, morgen. Ja, glaube ich 50-50 Chance, dass ich gar keine Stimme mehr habe. Aber, also ich glaube, im Casino ist morgen richtig was los. Das wird vor allen Dingen richtig abgehen, wenn die neue Karre da morgen schon in der Lobby steht. Und dann noch mit DJ, mit Live-Act, mit allem drum und dran. Ich glaube, morgen wird richtig geil. Oh, Conny. Der scheint sich hingelegt zu haben, oder? Hast du mich gerade Conny genannt? Bitte? Ist der nicht zu Hause?
Nee, der ist nicht nach Hause gekommen, um sich hinzulegen. Der scheint auch zu Hause zu schlafen, ne? Ich habe eben erfahren, dass der jeden Abend schön nach Hause fährt. Mhm. Heute scheint er anscheinend den romantischsten zu haben und mit seiner Frau unter den Sternen zu übernachten oder so. Ja, Mensch. Ja, ich habe schon gesagt, wenn ich nicht da bin, dann und ihr solltet ihn in die Finger kriegen, dann sperrt ihn so lange ins Verlies. Kriegen wir hin. Alles klar. Freue mich aufs Verlies. Ich gehe jetzt schlafen, ich bringe jetzt Fluffy nach Hause. Oder möchtest du noch irgendwas unternehmen, Fluffy? No. Ich gehe jetzt auch schlafen. Okay, gute Nacht. Cool. Einen wunderschönen. So. Ja gut, dann, ich sollte ausgeschlafen sein und morgen wird krass. Ich wünsche was. Ja. Bis morgen. Bis morgen. Achso, ich kann euch ein Auto nehmen. Du hast ein Auto da hinten stehen. Oh, scheiß drauf. Den goldenen. Ja, nehme ich einen anderen. Jedes Mal kann ich wegen dir den Instrument für die 20 Meter gehen. Ich kann die Identnummer nicht eintragen. Was für Kennzeichen waren das? Nochmal hier. 4, 5, 6 stehen ja drüben. Was war das Kennzeichen vom letzten Fahrzeug? Keine Ahnung. Frag die Heinis hinten. Ja, die wissen das. Okay. Lass uns rübergehen, dann kann ich einen ACLS bestellen, um den goldenen abzuschleppen. Wisst ihr, was so richtig vor Arroganz strotzt? Wenn du deinen Namen auf deinem Kennzeichen hast. Würde Schnee in Lost Hunters geben, leider ja. Ich hasse das. Also wirklich, true, ich hasse das. Es ist alles so weiß dann und hell und boah. Schmetterlinge. Nein. Ja, so langsam läuft Butters Kontostand rückwärts, ne? Ja, so ist das halt. Komm mal wieder bessere Zeit. Ja, Freunde, das war ja doch noch ein geiler Abend, tatsächlich. Ja, der Stream hat nicht so geil angefangen. Like